Hallo und willkommen, mein Name ist Sascha Bandermann und das ist die Eishockey-Show als Vodcast und als Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und ich begrüße direkt hier neben mir bei uns im Studio von die Eishockey-Show ein Eishockey-Fan und ein Chef, eigentlich der Chef im Ground Control der Eishockey-Show, Magic Mike Myers. Vielen Dank. Darf ich Myers sagen? Du darfst eigentlich immer sagen, was du willst. Hi, grüß dich, alles gut soweit? Ich habe gerade ein Doppelkommando auf dem Ohr, du auch? Jetzt nicht mehr. Ah, jetzt nicht mehr, okay, sehr gut. Es ist hier diese Technik. Ja. Diese dafür bist du auch verantwortlich jetzt. Ich habe mich gerade nochmal gehört. Alles das, was ich gerade gesagt habe, in den ersten 5 Sekunden habe ich nochmal gehört. Ja, ich wollte einfach nur wissen, ob du zufrieden bist mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja, ja, okay, aber ich hätte es nicht mehr ändern können. Aber wer fehlt uns? Was fehlt uns? Erstens fehlt ein Bildschirm. Letzte Woche hatten wir einen Bildschirm dastehen. Und zweitens fehlt jetzt aber dann ein Mensch auch, weil ich glaube, Rick müsste heute wieder da sein. Ne? So, mein linker Platz ist heute wieder frei. Wo ist Rick Goldmann? Und wir klären das natürlich direkt auf, liebe Eishockey-Fans. Das ist das, was sich gestern im Topspiel zugetragen hat. München gegen Berlin. Rick Goldmann als Kamerakind eingesetzt, weil Personal fehlte. Und er hat die Passion direkt so verinnerlicht. Er ist auch heute hier im Studio sofort natürlich am Kamerahebel im Einsatz. Goldi. Entspann dich. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt musst du auch ein bisschen über Magenta schwingen. Oh ja, sehr gut. Und dann zurück zum Mike. Leider kann man hier nicht zoomen. Leider haben sie mich hier nur mit so einer kleinen Super 8 ausgestattet. Aber das hat dich angefixt. Setz dich hin, du. Der schaut ein bisschen aus, das ist wie so ein, opala, wie so ein Radargerät. Da kann man dir beim Denken zuschauen. Aber ich kann dir sagen, blitzen werden sie dich nicht. Schönen guten Tag. Guten Abend, du Hobby Spielberg. Sehr schön. Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen anzogen, inzwischen ein bisschen verändert. So sehe ich mich als Künstler jetzt seit gestern, seit ich da an der Kamera war. Aber hat ja wirklich den ernsten Hintergrund gehabt, dass ein Kameramann gefehlt hat. Gut, man hätte mich dann eigentlich nicht mehr braucht, weil es hat sich freundlicherweise ein Techniker zur Verfügung gestellt. Aber ich finde ja, man muss mal alle Gewerke durchgespielt haben, damit man auch wirklich weiß und wertschätzen kann, was die Leute da hinten machen. Und ernsthaft jetzt? Die ganze Zeit ein Auge zu und dann da durchschauen und das Spiel zu verfolgen und dann auch den Puck sehen zu können. Und dann musst du es auch hin und wieder mit der Hand noch scharf stellen und hinten her, hin und her zoomen, das ist gar nicht so leicht. Ja, ein bisschen schwerer als halbwegs gerade aussprechen. Habe ich es nur 10 Minuten gemacht. Also Hut ab für alle die immer so schön den Puck auch treffen, an die Kollegen hinten. Hut ab vor diesen Menschen. So. Aber das war eigentlich nur... Es war ein Bluff. Okay, das war ein Bluff, dass du weitermachst in dieser Karriere. Ist auch gut so. Wir sind live auf YouTube und selbstverständlich gilt auch in dieser Ausgabe, ihr könnt wieder mitmachen, mitquatschen, mitdiskutieren, Fragen stellen. Und das lohnt sich heute, glaube ich, ganz besonders, denn wir haben eine besondere olympische Note heute dabei. Und da brauchen wir auch euren Input, euren Output und überhaupt einen Put. Put. Ja, also wir werden uns mal anschauen. Doch, nur nicht sagen, okay, gut. Ja, doch, komm, mach was direkt. Wir gucken auf den Gameplan. Wir sind ja so spontan hier bei unserer kleinen, feinen Show. Mike, hau raus. Und deshalb gucken wir, und das ist die Peking-Note, auf unseren möglichen Olympiakader. Morgen wird es offiziell bekannt gegeben, aber wir schauen heute schon mal drauf. In den Kopf von Todin Söderholm versetzen wir uns sozusagen. Und du hast es gerade schon gezeigt, wir werden selbstverständlich über die Deutsche Eishockey-Liga reden. Wir haben Mega-Gäste mit Marcel Nöbels. Freuen wir uns sehr. Absolut. Gestern noch in München gespielt, heute dann live uns zugeschaltet. Und auch eine coole Note, weil... Ja, ich sag mal, auch einer, der Richtung Olympia schielt, oder nicht nur schielt, sondern er ist live dabei. Genau. André Schrader, einer unserer Referees, wird in Peking dabei sein. Genau. Das ist das, was wir vorbereitet haben. Und ich habe einen Stuhl niedriger stellen müssen, weil ich komme mit den Füßen sonst nicht am Boden runter. Achso, ich dachte, das wäre schon wieder was Niveaumäßiges gewesen. Ich gehe runter, hoch oder. Aufs Niveau vom Sesh runter, das ist richtig. Aber ich glaube, Sesh ist vorher damals gesessen, deswegen war ein bisschen höher der Stuhl. Das ist richtig. Siehst du? Ja. Ich gucke immer, dass ich so Richtung 1,80 komme. Joll. Ja. So, was wir euch direkt aktuell mit ins Wohnzimmer geben können oder wo auch immer ihr gerade uns zuschaut oder zuhört. Es gibt leider schon wieder eine Spielabsage. Das ist relativ aktuell reingekommen. Die Partie der Mannheimer, der Adler gegen die Krefeld-Pinguine, wird nicht stattfinden. Also morgen, das heißt, während wir jetzt Montag senden, wird es der Dienstag sein, wo leider kein Eishockey gespielt werden kann. Es ist aber gerade bekannt gegeben worden, insofern wissen wir auch nicht mehr. Man muss auch gleich sagen, wir schauen uns jetzt den Olympiakader an und gehen den mal aus Sicht von Toni Söderholm, um das zu sagen. Das ist natürlich alles jetzt mit dem Nichtwissen, wen spielt
betrifft es wirklich bei den Adler Mannheim? Wer ist in Quarantäne? Wer hat es vielleicht? Also das ist jetzt natürlich alles, was man denn mit einfließen lassen könnte. Und wir gehen mal davon aus, wenn wir uns das jetzt gleich anschauen, dass alle Spieler zur Verfügung stehen würden. Aber bevor wir uns den anschauen, gucken wir natürlich gerne auch wieder, deshalb machen wir auch hier ein bisschen Bewegtbild, auf ein paar Szenen, auf zwei Szenen, die ich natürlich gerne euch zeigen würde da draußen. Denn es hat sich ein bisschen was zugetragen in der Deutschen Eishockey-Liga, werden wir thematisieren, aber auch in der NHL. Und deshalb kommen wir sozusagen dann auch über unseren Olympiakader, weil die, die wir gleich sehen, werden nicht dabei sein. Zum Beispiel Magic Mike, zeig uns das Game-Winning-Goal von Tim Stützle. Tim Stützle. Ja, hat mega abgeliefert im Spiel gegen die Blue Jackets aus Columbus. Ja. Siebtes NHL-Tor. Das war ein fettes Tor. Jetzt ist er am Puck. Das macht er fein, der Tim. Ist ein schönes Tor, ist wirklich ein schönes Tor. Du hast es schon angesprochen, die NHL-Spieler werden insgesamt bei Olympia nicht dabei sein. Damit werden wir auch keinen Stützle sehen, wir werden keinen Dreiseitel sehen. Ja. Wir werden keinen Moritz Seider sehen, der übrigens auch überragend spielt, glaube ich, letztes Spiel wieder einen Assist gemacht hat. Zu den 20 besten Scorern der Verteidiger in der National Hockey League gehört. Wahnsinnig viel Eiszeit bekommt bei Überzahl, bei Unterzahl. Also es ist natürlich schon was, wenn wir nachher gleich sehen, das wird ordentlich fehlen im Kader von Deutschland. Ja, einer wird auch fehlen und der hat wieder richtig einen rausgekrakt, wie du zu sagen pflegst, mit Seattle, nämlich Philipp Grubauer. Deshalb. Hast verstanden? Transferdenken. Ja. So, aber guck mal hier, da dive da richtig einen raus jetzt, der gute Philipp. Ja, es ist mit ein bisschen länger Vorlauf, dass man sieht. Hier, zack. What a save! Da geht er steil, der Kommentator. Eskalationsstufe 4000. Der ist schon schön. Ja, definitiv. War auch ein Sieg gegen Florida, glaube ich, 5-3 dann am Ende. Haben noch ein Empty Net gemacht, glaube ich. Aber hier, guck mal, da geht er rüber. Ah. Ja, so schmeißt sich Rick Goldmann ins Meer. ich muss ganz ehrlich sagen, schwimmen kann ich gut. Na, immerhin. Was kannst du gut? Schwimmen. Dass du die guten Nippel jetzt schon verbrennst, das ist ein bisschen schade. Für dein Seepferdchen abzeigen. Ich habe extra hier was hergestellt, dass du nicht so leicht hinkommst. Aber wir können uns ja schon mal, wenn wir jetzt gleich Richtung Kader schauen, so ein bisschen in Stimmung bringen, in chinesische Stimmung. Wisst ihr eigentlich, wann Neujahrsfest ist in China? Ja, auf jeden Fall nicht am 1.1. Nee. Ich glaube, es ist der 26. Januar. Also ich könnte frech googeln, das wäre aber langweilig. Am 1.2. Und wisst ihr auch, was das heißt? Also gutes neues Jahr auf Chinesisch? Bitte. Xing Nang Kui La. Ich habe es jetzt so singen müssen, weil ich habe es aus dem Lied rausgeholt. Hm. Aber man könnte es wahrscheinlich normal sagen. Xing Nang Kui La. Ich dachte, jetzt kommt so ein schlechter Chinesenwitz, aber das war jetzt wirklich so. Nee, das ist wirklich. Ich habe ja auch. So. Also ich bin ja hier bei Magenta Sports der den Kultur- und Bildungsauftrag hat. Und dementsprechend fühle ich das auch sehr gerne jede Woche. Deswegen bin ich auch immer wieder hier und möchte auch dafür schauen, dass das Niveau nicht ganz so absäuft. Apropos absaufen, können wir was zum Trinken haben. Okay, also du hast schon angesprochen, wir werden das Ganze heute mit ein bisschen. Amelie kommt rein, ja. Vielen Dank, guten Tag. Die Dame, die uns hier immer mit vielen leckeren Sachen versorgt. Und deshalb gibt es schon mal für uns ein chinesisches Bier. Und was hast du da noch Schönes dabei? Chi. Nicht Ki. Einen chinesischen Schnaps? Ja. Wir sind ja am Abend. Wir sind am Abend, was soll das heißen? Kein Bier vor vier und kein Schnaps vor. Das heißt für weiß dich? Ich nicht. Zwei. Kein Schnaps. Okay. Geht das oder sollen wir dir helfen? Okay. Fump. Ja, ich habe schon mal geübt. Sehr gut, Amelie. So ein, ich habe schon mal geübt am Schnapsglas. Wow, das ist Schnaps. Das ist kein Wasser. So, also ich habe schon mal getrunken hier. Das ist leer, das kannst du nehmen. In dem anderen ist auch nur Wasser drin. Okay. Darf ich mal die Flasche ganz kurz haben? So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal versorgt. Alter, das hat 62%. Wo ist denn mein Bier? Maiki, du weißt doch. Ach so, ich muss arbeiten. Du musst arbeiten und du kriegst immer dann was, wenn hier neben mir einer fehlt. Ah. Ja, genau. Okay. Das ist Rick, könntest du bitte wieder gehen, dann kriege ich ein Bier. Also ich muss mich fast übergeben, weil ich das Ding da rieche. Also das ist ja... Tut mir leid, Mike. Wie habe ich vorhin gesagt, auf Einzelschicksale können wir keine Rücksicht nehmen. Ist okay. So, also wir sind vorbereitet und werden das Ganze mit unserer chinesischen Note hier... Goldi, okay, hat's im Griff. Und jetzt, liebe Fans dieser Show und des Eishockeysports im Allgemeinen, kommen wir, Mike, hau sie rein, die Fanfare, es geht los mit dem olympischen Kader.
Wie lange dauert das? 2,20. Okay, ich glaube, es reicht, ja? Offiziell genug. Also, wir nennen das jetzt erstmal. Jetzt schon Glückskekse. Ja, du kannst ja immer wieder mal einen nehmen. Okay, dann nehme ich zwischendurch mal einen Glückskeks und guck, was drin steht. Wir nennen das jetzt einfach Goldis Bastelstunde. Ist das okay für dich, Goldi? Das ist okay. Morgen, ich habe es gesagt und du auch schon, morgen wird es offiziell bekannt gegeben, also am Dienstag. Ja. 11 Uhr, glaube ich sogar, deutscher Zeit. Genau. Wenn Toni Söderholm dann in einer Pressekonferenz den Massen draußen darlegt, wer mit nach Peking fahren wird. Und wir machen das jetzt mal, Goldi, vielmehr du. Und ich würde mal so sagen, damit auch draußen alle verstehen, wie wir das angehen. Wir starten sozusagen, unser Startpunkt ist der WM-Kader von 2021, von der Weltmeisterschaft 2021. Und dann gucken wir mal, was da noch machbar ist und wie sich das von da gestaltet. Ist das okay? Das ist okay, ich möchte noch eins aufnehmen. Einer, der mir hier hilft, gerade im YouTube-Chat, ist Basti Schwele, der sich hier eingeklinkt hat. Grüße. Und er hat gesagt, ich war mal niederbayerischer Meister im Brustschwimmen, weil du das vorher so weggelacht hast. Warst du das oder Basti Schwele? Ich war das. Aber das ist nur so im Nebenbei. Ich habe das ja wirklich, ich kann gut schwimmen. Das habe ich ja nicht umsonst gesagt. So, jetzt kommen wir dahin, jetzt kommen wir aber wieder zurück zu unserer Kader. Aber du kannst nicht kraul, nur bei Brust. Bei unserem Kader zusammenbasteln. Mir ist ganz wichtig, dass wir vorher eins mal ganz kurz erklären. Wir gehen das jetzt einfach mal durch und wir versuchen das aus Sicht von Toni Söderholm zu erklären. Dieser Kader, den wir hier aufstellen, hat natürlich kein Recht darauf, dass er wirklich so ist und wir möchten damit auch keinen irgendwie angreifen. Wir wollen das einfach mal so aus der Sicht, wie man so einen Kader zusammenstellt, exemplarisch durchgehen. Auch anhand der Spieler, die Toni Söderholm in den letzten Maßnahmen, sprich Eishockey-WM letztes Jahr, und Deutschland Cup dieses Jahr eingeladen hat. Und dann schauen wir uns mal so, wer könnte reinkommen und warum könnten die Leute passen oder vielleicht auch nicht passen. Genau, ist ja dann auch immer ein Thema von den Longlists gewesen oder von der Longlist. Kommt auch dazu. Genau, aber wir machen das jetzt mal so, wie du es gerade erklärt hast. Sehr schön eingeführt, vielen Dank. Gerne, gerne. So, dann würde ich doch sagen. Wir nehmen als Basis her den WM-Kader vom letzten Jahr. Warum nehmen wir den her? Für mich auch ganz logisch. Wenn du als deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommst, dann musst du erstmal Spieler finden, die dich noch besser machen. Also das würde ich jetzt mal als Given geben, weil wenn jemand schon mal mit dem Kader im Halbfinale ist, dann kann das nicht schlecht gewesen sein. So, und deswegen fangen wir jetzt mal an. Wer war alles dabei? Du machst die Gesichter rein und ich sage die Namen. Letztes Jahr bei der WM waren dabei im Tor Brückmann, dazu Niederberger und Treutle. So, da haben wir Brückmann, da haben wir Kollege Niederberger. Ja. Und Kollege Treutle, das müsste der Kollege sein. Zack. Zack. So, jetzt gehen wir sie mal alle durch, dass wir es alle mal drin haben, würde ich vorschlagen, weil da sind unten schon weniger, dann wird es für uns selber vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Wir haben dabei gehabt Dominik Bittner, wir machen das Ganze nach dem ABC. Jetzt direkt in die Verteidigung rein, okay. Ja, genau, in der Verteidigung, so. Dominik Bittner. Jawohl. Dazu Marcel Brandt. Marcel Brandt, das müsste der Kollege sein. Jawohl. Dann war Leon Gawanke mit dabei. Den machst du jetzt auch erstmal oben mit rein, weil dann können wir sie nachher schön aufteilen. Ja, das war Gawanke. Dazu Kobidian Holzer. Jawohl. Und Jonas Müller. Das muss ich hier echt suchen. Ja, also für alle die jetzt zuhören später, ne, sei gesagt, der Mike muss jetzt jedes Bildchen, das hast du sehr schön gemacht, ja, alle Spieler da mit Bild in dieses Programm geschubst, musst du jetzt immer Richtung Verteidiger oder Jonas Stürmer Müller schieben. Hast noch gesagt, ja. Ja, genau, jetzt sind wir beide Müller, Moritz Müller, Marco Novak. Moritz Müller ist hier, Kollege Novak ist hier. Ist das okay, wenn ich in der Zeit einen Glückskeks esse? Ja, ne? Bitte doch. Okay, super. Seider und Wagner. Seider und Wagner, da. Während du die da jetzt reinmachst, vielleicht noch ein Wort dazu. Ganz wichtig auch zum Verstehen, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft durfte man 28 Spieler nominieren. Dieses Jahr bei den Olympischen Spielen sind es nur 25. Das heißt, automatisch sind schon mal drei weniger. Wir gehen in den Sturm. Mhm. Das kannst du auch schon mal vorbereiten. Eigentlich hätte man das schon vorher machen können, weil es ein bisschen schneller gegangen. Aber egal, das fällt uns ja jetzt erst auf. Es ist ja nicht so, dass wir schon drei Stunden hier sitzen würden. Ja. Mein Glückskeks sagt übrigens, Macht besitzen und nicht auszuüben ist wahre Größe. Das ist gut. Ja, schön. Bergmann. Jawohl. Eder. Welcher? Eisenschmidt. Andreas Eder. Knapp ein bisschen. Eder, Eisenschmidt. Dazu Daniel Fischbuch.
Fischbuch. Dominik Kahun. Kahun. Maximilian Kastner. Maxi Kastner. Kremmer. Kremmer. Künakel. Künakel. Leubel und Nöbels. Leubel und Nöbels. Dazu Peterka und Pföderl. Peterka, da ist Kollege Pföderl. Jumi sagt übrigens, dazu er mag Plachter, auch Glückskekse. Plachter. Reichel. Ja. Rieder und Tiffels. Rieder und Tiffels. So, jetzt haben wir mal den Kader von der letztjährigen WM. Jetzt können wir schon relativ schnell hergehen und können sagen, wer kann nicht kommen. Die kannst du schon mal auf die NHLer schieben. Moritz Seider, genau, du bist schon auf einen drauf. Jo. Seider, Gawanke auch nicht, wenn ich richtig im Kopf habe. Gawanke auch nicht. Das heißt, oben haben wir jetzt nur noch 7 Verteidiger. Okay, und also von dem Idealbild WM noch ausgegangen. Genau, und dann musst du bei den Stürmern rausnehmen, Peterka und Reichel. Peterka und Reichel. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir es mal von der Position her durch. Das heißt, wenn wir jetzt die 4 wegziehen, ich habe gerade vorher gesagt, letztes Jahr durfte man noch 28 Spieler haben, 25 runter. Das heißt, wenn dieser Kader jetzt einfach mal so stehen würde, wäre eigentlich nur noch ein Platz frei. Und wenn man sich die anderen Kader anschaut, das haben schon einige Nationen vorab nominiert, zum Beispiel die USA, heute Russland, die Dänen schon frühzeitig und andere, dann gehen die normalerweise rein mit 3 Torhüter, mit 8 Verteidiger und mit 14 Stürmer. Und ich gehe mal davon aus, auch Toni Söderholm spielt gerne die Spiele selbst mit 7 Verteidiger. Das heißt, 8 musst du eigentlich nominieren, weil wenn irgendwas passiert, macht es absolut Sinn. Genau, du machst es schon. Wir können unten schon mal in die NHL-Reisterei machen, wer leider nicht mitmachen kann. Und das sind die ganzen NHLer. Nico Sturm, Stützle haben wir schon angesprochen. Dazu Dreiseitel. Dreiseitel, Michaelis, Bock, weil die zwar in der AHL spielen, aber ja einen NHL-Vertrag an sich haben und damit unter die NHLPA ja fallen. Nein, Michaelis ist nicht der Fall. Oh. Michaelis darfst du wieder rausnehmen. Der aus hat einen der reinen AHL-Vertrag. Richtig. Dann? Kannst du ihn wieder unten reinmachen. Ist, er, ja. Ist eine Ausnahme, aber der ist allerdings verletzt aktuell. Aber jetzt lass eins am anderen machen. Also die NHL hast du schon mal rausgenommen. Gehen wir als erstes vielleicht auf die Torhüter ein. Bei den Torhütern hat er zusätzlich noch ausprobiert, beziehungsweise wollte einladen aus dem Birken. Der hat den Deutschlandcup abgesagt. Ja. Dann ist Hane, Jeneke und Strahlmeier dazugekommen. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, muss ich sagen, ich glaube, beim Tor hat sich Toni relativ festgelegt. Also Niederberger und Brückmann waren auch die, die die Spiele bekommen haben. Niederberger war eigentlich mehr oder weniger die Nummer 1. Ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass er auf der Torhüterposition was macht, wenn er nicht was machen muss. Ja? Okay. Also ich glaube persönlich, dass er da relativ wenig ändert. Man hat gehört, Strahlmeier ist nicht dabei. Das ist relativ früh rausgekommen bei der Longlist-Kader. Also hat man es so gehört. Ich kann es nicht verifizieren. Ich habe es wirklich bloß auch gehört. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? Weil man ja so früh im Voraus diese Longlist erstellen musste, aufgrund dieser Bedingungen bei den Olympischen Spielen, dass du natürlich als Trainer da auch durchaus hellseherische Fähigkeiten manchmal haben musst oder eben auch nicht, was du nicht vorhersehen kannst. Wenn auf einmal einer eine brutale Saison spielt und hat eine Fangquote von 98%, und dann denkst du, okay, der ist so on fire und so hot, da mussten vielleicht nominieren, aber das geht manchmal dann auch gar nicht. Ja, aber das Problem haben aber alle übrigens, alle Länder. Nee. Warum also, nicht? Weil das ein typisches DOSB und auch NADA-Problem ist, da sind die Statuten in Deutschland strenger. Okay. Aber es würde theoretisch wahrscheinlich irgendwie schon ein Hintertürchen geben, aber das muss dann auch einige Zeit davor sein. Also das kann jetzt nicht irgendwie 2 Tage davor sein. Die müssen schon was durchlaufen, einen längeren Zeitraum. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwierig, du hast absolut recht. Aber das würde jetzt echt einen Rahmen sprengen. Nur kurzer Sidestep, bevor Menschen fragen, warum ist der denn nicht dabei, weil der spielt doch so super und das hat ja oft eben auch solche Hintergründe. Ja. Das heißt, ich persönlich glaube nicht, dass sich da was ändert. Jeneke zum Beispiel ist jetzt auch relativ lange raus bei Iserlohn. Oh ja. Hane noch relativ jung. Also ich glaube, dass er da auf der Position nichts ändert, meine persönliche Meinung. Damit würde ich jetzt auch gleich zu den Verteidigern kommen. Oh, ganz kurz, Torwart aus dem Birken sagst du aktuell auch nicht, weil er jetzt hat die letzten 2 Jahre ja auch viel mit Verletzungen gekämpft. Genau. Oder kämpfen müssen. Ist jetzt wieder zurück, ist konstant zurück, sage ich mal jetzt bei München. Aber ich glaube einfach, dass er sich da, dass er da sehr sicher ist für die Torhüter, die spielen. Und ich glaube, dass oft ist es so, dass bei Torhütern Trainer sehr eigen sind. Wenn sie mal einen haben, dann bleiben sie normalerweise auch dabei. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich da irgendwas tut. Ja, und ich glaube, es ist jetzt auch nichts gegen Danny überhaupt nicht. Er hat vielleicht auch gerade die Form nicht. Ne? Und
Er ist aber, und das muss man ja immer noch mal sagen, verantwortlich dafür, dass wir diese Medaille damals geholt haben übrigens, genau. Unter anderem. Wir gehen auf die Verteidiger, weil wir schauen, dass wir ein bisschen Tempo machen hier. Ja. Wer für mich definitiv dabei ist, ich sage es jetzt mal der Reihe nach, am ABC, das ist definitiv Holzer. Mhm. Ich glaube, dass beide Müllers gesetzt sind, Mo Müller, Jonas Müller, Marco Novak auch, Fabio Wagner. Und da muss man sich das Ganze mal anschauen, weil da ist es natürlich interessant, wer ist Rechtsschütze, wer ist Linksschütze. Normalerweise nimmst du in der Verteidigung schon 4 Linksschützen mit und 4 Rechtsschützen mit. Jetzt hast du mit Leon Gawanke einen Rechtsschützen verloren und mit Moritz Seider auch. Mhm. Das heißt, es fehlt da eigentlich ein Rechter im Kader, der rechts auch schießt. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Bittner sehr gute Chancen hat, dabei zu bleiben. Brandt hat einen sehr guten Schuss. Für Brandt wird zum Beispiel sprechen, dass du den auch in Sturm einsetzen kannst, wenn es Verletzte geben würde oder sonstige Ausfälle geben würde im Sturm. Den kannst du auch im Sturm einsetzen, der ist hat variabel. Die meisten Tore von allen deutschen Verteidigern. Ne? 10, genau, der ist sehr variabel einsetzbar. Aber er hat zum Beispiel auch einen Vorler ausprobiert, der in der Schweiz spielt, auch ein Rechtsschütze, der sehr interessant ist. Spielt auch Powerplay, glaube ich, sogar in der Schweiz. Nee, ja, nee? Das glaube ich nicht. Das ist eher großer Defensiver. Ja, aber ich habe meine hätte, aber gut. Kann sein, ich würde ihn eher so aus... Spielt auf jeden Fall da in Amri, glaube ich, gute 15 Minuten, also da ist da ja schon eine Ich habe einen Vorler jetzt mal mit reingezogen hier. Mhm. Du kannst ihn da oben jetzt mal mit reinmachen, genau. Ja. Wer sich meiner Ansicht nach dieses Jahr mit aufgedrängt hat, ist definitiv Wissmann. Der spielt in Berlin eine sehr starke Saison, ist auch sehr systemtreu, die Art und Weise, wie er spielt. Haben wir auch gestern noch gesehen im Topspiel, ne? Genau, auch ein Rechtsschütze. Abelshauser hat ein sehr starkes Jahr dieses Jahr, ist allerdings Linksschütze. Und dann, wenn er noch ausprobiert hat, ist Huss, ist Ankert, bei Ankert das gleiche Spiel. Lang raus jetzt mit Iserlohn. Sind Leute wie Seidenberg, der ist jetzt... Echt hat schon ein gewisses Alter. Ich weiß es nicht, ob der da jetzt noch mal mit reinkommt. Reul, Akta würden sich anbieten. Natürlich auch von Mannheim. Ja, Reul hat allerdings auch nicht so viel, glaube ich, nur 18 Spiele gemacht, ne, weil er auch länger raus war. Ja. Genau, das ist jetzt so eine Geschichte. Wie viel haben wir jetzt oben Verteidiger? 9 wahrscheinlich, oder? 10. 10 sogar. Also ja. Das heißt, von dem Kader müssten letztendlich, das können wir nachher noch machen, noch 2 raus. Dann gehen wir zum Sturm. Mhm. Beim Sturm ist es so, für mich gesetzt, mehr oder weniger, sind die Spieler Dominik Kahun, Tom Kühnagel, Leubel und Rieder. Das sind die Spieler, die in der Schweiz und in Schweden tätig sind. Dann kommst du an Nöbels und Pföderl auf keinen Fall vorbei. Also das sind eine Offensive. Damit hast du eigentlich schon 6. Wir kommen sowieso nicht an ihm vorbei, weil gleich live zugeschaltet bei das uns, Marcel Nöbels. Wenn man jetzt weitergeht und schaut so, auch da ist es natürlich so, du musst schauen, da sind jetzt ziemlich viele Linke dabei, wieder vom Stock her. Eder, Fischbuch sind 2 Rechte. Eder kann dir Powerplay spielen, der kann dir eigentlich alle spielen, ist auch ein Center. Ich wollte gerade sagen, ne? Ist ja auch ein Center. Genau, auf der Center-Position bist du jetzt vielleicht nicht so tief besetzt. Spielt auch eine gute Saison, ohne Frage. Genau, Fischbuch auch. Fischbuch bietet sich an, auch vom Powerplay, weil das Powerplay oben spielt. Das ist auch ein Aspekt, den du natürlich schauen musst, wer spielt da welche Position. Kastner und Kremmer waren 2 Spieler bei der letztjährigen WM, die haben überragend in Unterzahl gespielt, überragend Scheiben blockt, also die haben so viel Energie reinbracht wie Kühnagel. So Rollenmaschinen, ne? Ja, da kommst du eigentlich nicht vorbei und du wirst wahrscheinlich an denen überhaupt auch nicht vorbei, deswegen Kastner, Kremmer für mich auch. Dann hast du mit Freddy Tiffes einen Spieler, der ein überragendes Jahr spielt, der seit er nach München gegangen ist, wirklich einen ordentlichen Schritt nochmal gemacht hat, der wahnsinnig hohes Tempo hat, das wo international wirklich gefragt ist und auch von der Verantwortung, von der Spielweise hat er in München nochmal einen Schritt genommen. Und Plachter, Überzahlspieler, ein wichtiger mit ganz viel Erfahrung. Da hast du natürlich, genau, da hast du natürlich schon eigentlich jetzt 12 Stürmer, an denen musst du erstmal vorbeikommen für die, die noch mit reinkommen. Also 2 Plätze sind noch frei, wenn wir die jetzt hatten. Es wären jetzt 6 und 6. Mike schaut schon. Hey, ich habe gerade mal gezählt. Du hast einen Eisenschmidt mit, noch drin. Ah ja, den haben der wir. Der ist ja noch vom Kader vom letzten Jahr. Genau, der ist auch noch drin. Genau, Eisenschmidt würde ich jetzt mal rausnehmen, weil da hat man so ein bisschen gehört, dass er wahrscheinlich nicht so scharf drauf ist, selber hinzufahren durch die Begebenheiten, hat er mal im Interview gesagt. Deswegen würde ich den jetzt mal hier rausnehmen. Ansonsten, wer fällt mir jetzt da noch ein? Wer könnte da reinkommen? Elis Hager sind 2 interessante Personen. Haben viel Erfahrung. Für Hager wird sprechen, dass er Mitte spielen kann. Mittelstürmer,
Elis ist jemand, der bringt Energie aufs Eis. Beide kennen sich, sind Unterzahlpärchen in München, können aber eigentlich auch Überzahl, können einspringen auf viele unterschiedliche Positionen, arbeiten hart. Aber hättest du dann nicht schon genügend für die Unterzahl theoretisch, wenn du sagst, Kühnhackl, Leube, glaube ich, hatte ja auch Unterzahl gespielt. Ja. Dann hast du einen Rieder und dann sagst du noch Kastner plus Kremmer, dann hast du ja theoretisch 5 Stürmer, sage ich mal, für die Unterzahl. Hast du. Ist keine Frage. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich so weit bin, dass alle fertig sind. Ich möchte jetzt bloß einmal reinmachen, was ich jetzt meine, und dann so einen groben Kader aufbauen. Wer sich nur anbietet, du hättest Pieter, Widerer und Wohlgemut. Ja, also da würde ich jetzt sagen, wenn man da drauf schaut, und du hast das jetzt gerade angesprochen, viele Positionen sind schon besetzt. Widerer ist ein Spieler, auch dessen Rollenspieler, der Energie reinbringt, auf den Todi Söderholm eigentlich steht, von der Geschnelligkeit her, von der Art und Weise, wie er spielt, aber natürlich auch Unterzahl. Wohlgemut, eher ein offensiver Spieler, der dir dann auch einen offensiven Punkt reinbringen könnte. Und dann hast du natürlich zusätzlich, während er noch alles probiert hat, Spieler wie zum Beispiel Schütz, El, Dumont, du hast Schmölz, der jetzt wieder richtig gut in Fahrt gekommen ist. Du hättest David Wolf, der jetzt mal zeitlang nicht dabei war. Jentsch hat er ausprobiert, Uvira. Also da wären doch viele andere auch da. Aber ich glaube, wenn man sich das jetzt schon anschaut, sieht man, wie schwer es wirklich für einen Bundestrainer ist, den Kader zusammenzustellen. Also wir haben noch 2 gefunden, die, glaube ich, sicher nicht dabei sind. Das ist hier unten die Liste. Ich weiß nicht, ob ihr, ich zoome mal ran, ob ihr die beiden hier erkennen könnt, die beiden. Doch, doch, die sind sicher dabei. Ja. Doch, doch, doch. Ja, das ist immer wieder witzig. Ja. Also ich sehe auch, dass der Linke von den beiden, aber der Rechte auch, vor allem durch diese Jugendlichkeit, die sie mitbringen, da glaube ich, ist so eine Dynamik drin, das geht schon, sowohl hinten als auch vorne. Ja, ja. Okay. Also, der war für die Redaktion, weil sie so witzig sind. Genau. Der Spaß, also kleiner Audiokommentar, es waren Bilder von meiner Wenigkeit und von Rick Goldmann, sogar im Deutschland-Trikot. Aus ihrer Blütezeit. Ja. So. Denn auch er, Mike, 10 Applaus, war ja 2-mal bei Olympischen Spielen. Unser Rick Goldmann. Gut. Long, long time ago. Es war ein Bluff. Also, wir haben jetzt erstmal, um das jetzt mal vielleicht so erstmal stehen zu lassen, das haben wir den Kader schon mal ein bisschen eingeordnet, so 3 Stürmer. Wir haben 10 Verteidiger, wenn ich richtig zählt hätte. Und wie viele Stürmer haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Keine 10. 4, 8, 10, 12, 14, 15. 15. So. Das heißt, theoretisch müssen noch 1 Stürmer raus, von den Verteidigern müssten noch 2 raus. Da sieht man schon mal die ganzen anderen, die ich noch angesprochen habe, wo unten noch sind, die wir vielleicht noch gar nicht genannt haben. Also da ist schon einiges noch da. Also Ankert haben wir noch nicht angesprochen, El haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen, Fauser sehe ich unten drin noch. Da wird es noch einige mehr geben. Also dementsprechend wirklich schwer ist es, da einen Kader zu formen. Und du musst ja an viele Sachen denken. Was ist die Rolle? Wo kann der Überzahl? Was kann der Unterzahl? Was bringt der in der Mannschaft ein? Welche Schlägerhaltung hat er? Und so weiter und so weiter. Also das ist tatsächlich was, das kann man nicht einfach so jetzt in 10 Minuten zusammensetzen, sondern da gehört wirklich viel dazu. Und das ist natürlich auch das, was der Bundestrainer Todi Söderholm in letzter Zeit gemacht hat. Ein Name noch, ihr wart ja gestern beim Spiel München-Berlin, Hördler. Der Frankie, glaube ich, hat gesagt, er hört auf. Er hat schon aufgehört. Hat schon aufgehört? Ja. Nach der Silbermedaille war das einer von denen, die nicht mehr spielen. Da können jetzt natürlich Konstantin Braun jetzt auch nennen, aber das sind Spieler, die waren jetzt, da kannst du dir jetzt ganz viele aufzählen. Aber der war jetzt beim Bundestrainer noch nicht dabei und der Toni ist ja eher jemand, der jemanden Jungen nochmal rauszieht, jemanden Junges hat. Und ich glaube auch, dass es definitiv im Kader von der Weltmeisterschaft ein paar Überraschungen gibt. Also wir werden da beim Olympiakader 2, 3 Gesichter sehen, wo man sagt so, oh, der ist jetzt dabei, warum nicht der? Ich bin sehr gespannt drauf, auf was morgen bekannt geben wird. Und darauf freuen wir uns, aber schon mal vielen Dank, Rick, für diese Ausführlichkeit. Ja. 20 und die Minuten Gedanken, dich in den Kopf von Toni Söderholm zu versetzen. 20 Minuten Monolog, Zeckenfieber, ich habe Zeckenfieber jetzt. Das ist eine andere Sendung. Ja. So, ja, und einer. Du schaust nicht Dschungelcamp, so wie du schaust. Ich versuche es zu umgehen, aber manchmal wird zu Hause dann doch Dschungelcamp. You're my man, that's my boy. Ich kann das auch nicht gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass es, ich weiß, das ist ein cooles Format und alles, aber ich muss das immer gucken, weil meine Frau sitzt dann da abends vor und ich versuche dann irgendwie den Notausgang zu finden, der aus dem Wohnzimmer rausführt. Ja. Das könnte ähnlich bei mir sein, ja. Aber das ist ja das Schöne heute im Bereich von Second und Third und Fourth und Fifth und Sixth Screen. Kannst ja machen, was du willst zu Hause. Ich sag dir eins. Wir müssen unseren Swag wiederfinden.
So, den versuchen wir jetzt wieder reinzukriegen in diese Sendung, den Swag. Und ja, wir freuen uns auf unseren Gast heute live zugeschaltet. Und er hat gestern noch einen Sieg eingefahren mit seinen Eisbären Berlin. Und wir sind sicher, dass er nach Peking fahren wird. Und er hat es ja schon mal heroisch gestaltet mit der Mannschaft. Silbermedaillengewinner von 2018. Wir sagen schönen guten Abend, herzlich willkommen in die Eishockey-Show, Marcel Nöbels. Hallo zusammen. Marcel, schön, schön, dass du dich im Keller eingeschlossen hast. Nee, es ist doch ganz hell. Geht's dir gut? Mir geht's bestens, danke, ja. Sehr gut. Also noch hast du das Eisbären-Jersey an, beziehungsweise den Hoodie oder was immer das ist gut. Aber Marcel, wir fragen gleich, was so alles in deinem Kopf gerade rumschwirrt Richtung Olympia und alle weiteren Gedanken und Fragen, die wir an dich haben. Aber bevor wir damit starten, wollen wir dich natürlich nochmal so richtig in Wallung bringen. Ja? Also, dass du, weiß ich nicht, einen ganz anderen Swag hier bekommst für diese Sendung. Und dementsprechend zeigen wir dir jetzt nochmal ein relativ wichtiges Tor, womit du Deutschland in absolute Ekstase bei der WM versetzt hast. Ich glaube, du kennst das Tor noch gegen die Schweiz, diesen Penalty. Letošní mistr nejvyšší německé soutěže. Das ist der Basti Schwele. Ja, der hat das konnte das auf mehreren Sprachen. Der war so geil, das Ding. Po Německu. Made in Marcel Nebels. Němci po druhé v historii. Weltklasse. Und was gab's danach in ganz Eishockey-Deutschland vor den Monitoren, in den Wohnzimmern? Komplette Ekstase. Und wir haben das konserviert hier in Ismaning. Ja. Und jetzt lassen wir das noch einmal raus. So sind sie abgegangen, die Fans damals. Ah, ist das schön. Wir haben diesen Bekloppten selbstverständlich kein Geld gezahlt. Hat da einer einen Tiefschutz angehabt? Ja, es ist nicht weiter nachfragen, wer hier arbeitet. Das ist so, Marcel. So, jetzt bist du eingestimmt und weißt, was dich hier erwartet. Das wusstest du bisher noch nicht, aber das ist das ganz normale Irrenhaus hier bei uns. Wie ist es denn, Nöbi, wenn du dir das Ding nochmal anschaust? Hast du dir eigentlich danach nochmal angeschaut, so für dich selber? Ja, war ja schwierig, ihn nicht selber nochmal zu sehen, weil Social Media, glaube ich, dabei geholfen hat, dass man das auf jeden Fall noch ein paar Mal gesehen hat. Aber wenn der Basti wieder so euphorisch jetzt bald wieder loslegt, dann glaube ich, dann freuen wir uns alle drauf. Ja. Marcel, gestern noch gewonnen, kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, was es mit dem Spiel auf sich hatte, aber ist ja immer auch eine ganze Hetzerei und ja, viel Kilometer. Ich weiß nicht, wie ihr gereist seid, aber wann warst du zu Hause, um es mal so zu fragen? Ich gehe davon aus, dass du wieder zu Hause bist. Wir sind tatsächlich gestern noch mit dem letzten Flieger nach Berlin geflogen. Mhm. Und heute Morgen habe ich Sack und Pack eingepackt und bin Richtung Heimat gefahren. Bin jetzt hier noch ein paar Tage und werde dann erstmal morgen abwarten, wie die Entscheidung fällt um 11 Uhr und dann dann werde ich weitersehen. Also Heimat heißt da den. Das war ein Bluff. Also Moment. Also meiner Informationen nach sind alle, wir treiben dich jetzt nicht ins Eck hier rein, das ist nicht unsere Art und Weise. Aber nur an die Bande. Alle Spieler sind natürlich heute angerufen worden und haben den Kader vorab erfahren. Du musst jetzt nicht sagen, dass du Bescheid weißt, aber sind da meine Informationen richtig? Ich habe heute noch nicht so viel telefoniert, muss ich ganz ehrlich sagen, oder gestern. Okay, es gibt auch keine Chatgruppe, wo man sich jetzt untereinander schon schreibt, so, ja, bist du dabei und so weiter, die Eisbären untereinander, da ist ja vielleicht noch der eine oder andere Wackelkandidat gewesen oder vielleicht auch nicht. Der sagt, ja, ich bin auch dabei, man freut sich schon gemeinsam im Team, vielleicht. Ja, ich glaube schon, dass der ein oder andere das Gespräch gesucht hat und gefragt hat, wer dabei ist und wer nicht. Aber wie gesagt, wenn ich es halt noch nicht weiß und noch leider, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir jetzt, ein bisschen mehr wie 12 Stunden warten muss, dann ist es halt leider noch so. Gut, ja, das liegt vielleicht auch da. Du bist ja vielleicht bist du auch ein bisschen weiter im Keller, da kommt dann kein Gespräch durch, außer natürlich unsere Telekom-Leitung hier. ganz kurz, weil der Goldi das auch gerade angesprochen hat mit den Chats untereinander. Diese legendäre Olympia-Chat-Gruppe, ist die jetzt schon wieder reaktiviert worden? Damals von 2018? Die hat ja nie einer gelöscht, so wie ich gehört habe.
Gelöscht ist sie nicht, nein. Ich hoffe, dass wir uns in 30 Jahren auch in der Gruppe nochmal irgendwo am Lagerfeuer wieder treffen und nochmal über alte Geschichten erzählen. Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt für Olympia eine neue Gruppe aufmachen und das Gleiche von vorne starten. Ja. Okay, jetzt lass uns einfach mal davon ausgehen, Nöbi, dass du dabei bist. Und das sage ich jetzt nicht einfach so dahin, aber ganz ehrlich, über die letzten Jahre, was gibt es für einen besseren deutschen Stürmer in der deutschen Eishockey-Liga? Da fallen mir nicht viele ein. Deswegen sagen wir jetzt heute einfach mal, du bist dabei und gehen davon aus und wollen natürlich auch ein bisschen über Olympia sprechen. Ja? Du hast es schon angesprochen, die Berliner haben ja kein Spiel mehr. Du hast jetzt kein Spiel mehr. Wie ist denn das jetzt? Was geht jetzt als nächstes eigentlich so vor sich? Wie kannst du eigentlich trainieren oder trainierst du überhaupt momentan noch, bis ihr euch dann mit der Nationalmannschaft trefft? Ja, ich glaube, du sagst es richtig, Rick. Die haben wir Glück, dass wir frei haben. Wir haben natürlich, glaube ich, ein oder zwei Spiele mehr gehabt wie jetzt unsere anderen Kollegen aus der Liga, was finde ich ein kleiner Vorteil ist, weil man jetzt noch mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Ich glaube, man kann jetzt auch noch mal ein bisschen den Tank auffüllen. Wir haben viel gespielt in den letzten paar Wochen, wir sind viel gereist und sicherlich war unser Spiel gestern nicht gerade unwichtig, um in die Pause zu gehen, und das war unser Ziel gestern auch. Und die Woche werde ich eigentlich vom Eis ein bisschen wegbleiben. Ich hatte eigentlich vor, hier in Krefeld aufs Eis zu gehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Risiko aktuell, mich noch jetzt in der letzten Tagen, Stunden anzustecken, ist mir dann doch ein bisschen zu groß. Deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen die Bäume anschreien im Wald, ein bisschen laufen gehen und dann wieder hoffentlich, wenn wir uns treffen und ich dabei bin, die Tage nutzen, um wieder auf dem Eis Vollgas zu geben. Ja, aber das ist, Goldi, das ist ein Thema, ne? Also ja, da sind einige natürlich, und verständlicherweise, jetzt total nervös. Du musst diese Woche irgendwie überstehen. Es kommen ja auch noch die Tests. Marcel, du kannst es vielleicht mal gleich mal sagen, wie das abläuft. Aber dass du eben das Ganze jetzt erstmal bis dahin ohne Infektion überstehst. Wie ist der Ablauf, Marcel? Nimm uns da mal mit, auch was so Tests betrifft, bevor ihr dann euch A trefft und natürlich dann am 2. Februar, glaube ich, im Normalfall dann auch Richtung Peking fliegt. Natürlich dann im Normalfall mit dir, wissen wir ja vielleicht dann doch. Ja, du sagst es richtig. Ich glaube, dass die Regeln sehr, sehr streng sind, beziehungsweise die Vorlagen schon ziemlich strikt sind. Also wir haben 96 Stunden vor Abflug einen PCR-Test. Wir haben 48 Stunden vor Abflug einen Test. Das alles PCR. Dann sind wir natürlich in Mannheim untergebracht, wo wir, glaube ich, auch mehr oder weniger in Quarantäne leben. Und dann kannst du eigentlich nur hoffen, dass bis dahin eigentlich alles gut geht und der Flieger mit allem Mann an Bord kommt. Und ich glaube, dann, so wie ich es richtig verstanden habe, wird Test und alles kontrolliert, sogar im Flieger noch. Und spätestens bis dahin noch alles negativ ist, sagen darf, dann glaube ich, sind wir good to go und dann hoffen wir vernünftig ins Turnier starten können, beziehungsweise erstmal die Öffnungsfeier miterleben dürfen. So der Ablauf bis dato, glaube ich. Ja, jetzt hast du ja schon angesprochen, das ist ja schon nicht ganz leicht, es ist viel Druck da und alles Mögliche, dann weiß man nicht ganz genau, wie es vor Ort ist. Jetzt bist du zusätzlich auch noch junger Papa geworden, herzlichen Glückwunsch auch von uns hier. Danke. Natürlich dazu. Hat es mal Gedanken gegeben bei dir, dass du sagst, weißt du, jetzt bin ich gerade Papa geworden und da drüben und Medaille habe ich ja schon und nee, da fahre ich nicht hin? Oder hast du gesagt, hör mal zu, das ist zwar schwierig, aber wir haben uns so gesteigert, ich will da was holen? Also ich bin erstmal froh, wenn ich dabei sein darf und sehr, sehr stolz, wenn ich weiterhin für die Nationalmannschaft auflaufen darf. Und die letzten Jahre, wo der Weg hingegangen ist, ist einfach, finde ich, sehr schön mitzuerleben, beziehungsweise Teil des Ganzen zu sein. Und wir sind Fünfter in der Weltrangliste. Wer hätte sowas jemals gedacht, glaube ich, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg im deutschen Eishockey, viele mitzunehmen, viele zu begeistern. Und ich habe eigentlich keine Sekunde daran gedacht, nicht mitfliegen zu wollen. Klar, ich habe eigentlich jetzt alles in meiner eigenen Macht getan, mich bestmöglich zu schützen. Ich bin dreifach geimpft, trage so gut wie möglich, brauche ich euch jetzt nicht zu erzählen, in der Zeit, wo ich mich schützen kann, meine Maske. Und wenn das Schicksal so möchte, dass ich dann doch leider positiv werde, dann kann ich leider auch nichts mehr dran ändern. Aber wie gesagt, das ist halt
alles, was in meiner Macht steht, versuche ich zu machen. Auch mit der Familie im Hintergrund, ich glaube, wer bei Olympia teilnehmen kann, ist die größte Bühne, die es gibt für einen Sportler. Und da möchte jeder hin. Ja, absolut. Du hast schon ein bisschen so angesprochen, wie sich das deutsche Eishockey entwickelt hat. Da kann ich ja gleich schon mal die Frage stellen, so, was glaubst du, ist realistisch für euch drin? Seid ihr als Team weiter als 2018? Ja, ich war ja gerade dabei, wo du so ein bisschen die Aufstellung oder ihr die Aufstellung so ein bisschen gemacht habt. Und ich glaube, der größte Vorteil, den ich rausgehört habe, ist, dass die Mannschaft von der WM, glaube ich, so der größte Kern noch sein wird. Beziehungsweise glaube ich, dass Toni so aufstellen wird, dass er so seine Jungs hat, wo auch vom Deutschlandcup her, von der WM in Riga, glaube ich, die Jungs die Jungs waren, die eigentlich gut gespielt haben und es auch verdient haben, dabei zu sein. Und ich glaube, wenn man schon so eingespielt ist und so ins Turnier geht, es könnte vielleicht ein Vorteil sein, vor allen Dingen, weil wir auch nur ein Vorbereitungsspiel haben und direkt loslegen müssen. Und wir wissen alle, Olympia ist meistens kürzer wie eine normale Weltmeisterschaft. Also da kann das Turnier schneller vorbei sein, als man gucken kann. Und deswegen ist unheimlich wichtig, dass man auch gut ins Turnier startet und nicht allzu lange braucht, um Punkte zu sammeln oder beziehungsweise auch Siege einzufahren. Jetzt hast du auch gerade angesprochen, dass da wenig Vorbereitung in dem Sinne ist. Ihr spielt, glaube ich, zu Beginn ja am 10. Februar dann gegen Team Kanada. Was weißt du denn persönlich schon so von den Gegnern? Hast du jetzt auch ein bisschen Zeit, dich zu informieren? Hast du schon mal geguckt, was die Kader der Kontrahenten so sagen? Ja, trotz allem, dass keine NHL-Spieler dabei sind, glaube ich, da aufs Papier trotzdem sehr, sehr gute Spieler und auch andere, die sehr, sehr gut besetzt sind. Also ich glaube, die Listen, die ich bis jetzt so ein bisschen verfolgt habe, ich glaube, Schweiz ist halt unheimlich gut besetzt. Für mich auch wieder ein Kader, der sehr, sehr gut zusammengestellt ist, die gute Jungs dabei haben, finde ich, die zwar nicht bei uns in der Gruppe sind, aber wo ich gedacht habe, boah, die liegen uns zwar, aber das wird auch wieder ein hartes Brett werden. Aber ich glaube, egal gegen wen wir spielen werden, es wird nichts leicht. Auch das zweite Spiel gegen China, wo wir sehr wahrscheinlich dann als Favorit doch ins Spiel gehen, wird, wenn wir unsere Leistung nicht abrufen, auch nicht leicht. Also das, ich glaube, da wird kein Spiel leicht werden, egal gegen wen und wann. Und deswegen glaube ich, haben wir, aber ich glaube, so denken andere Mannschaften auch. Und deswegen ist es schön, dass wir eigentlich auch jeden schlagen können. Aber lass da noch mal ganz kurz reingehen, wirklich auf die Gegner mal ganz kurz schauen. Kanada hat dann Kader noch nicht bekannt geben, offiziell Stand jetzt. China, was ganz ehrlich weißt du über den Gegner China? Weil es ist ja wirklich nicht so, dass sich die regelmäßig auf der großen Eishockey-Showbühne zeigen. Ja, ich glaube, soweit ich es gesehen habe, haben sie viele Jungs, die auch in der KHL spielen. Der eine oder andere, glaube ich, seit längerem da, der auch jetzt die Staatsangehörigkeit hat, für das Land China zu spielen. Und so ein bisschen ähnlich, wenn ich es vergleiche, auch, glaube ich, mit Kasachstan bei der WM, wie wir es gesehen haben. Also auch selbst die Nation wird sehr, sehr gut besetzt sein. Und wie ich erwähnt habe, ich glaube, kein Spiel wird leicht und es wird immer eine Herausforderung sein. Die Spiele werden in kurzer Zeit stattfinden. Wir haben ja die erste Woche auch ein bisschen eher Pause, beziehungsweise eher die Zeit nutzen, um zu trainieren. Geht es eigentlich ab dem 10. Und dann wird es natürlich interessant und hoffentlich positiv für uns. Die USA hat 15 College-Spieler dabei, dafür aber sehr erfahrene Spieler aus der KHL dabei, aus der schwedischen Liga, aus Deutschland. Auch so ein Gegner, wo du sagst, wenn du so drauf schaust inzwischen, vielleicht auch mit einem anderen Verständnis, das ist ein Gegner, da sind wir der Favorit, aber das ist ein Gegner, den kann man schlagen. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch sehr, ich habe von Russland die Liste gesehen, da sind auch viele junge Spieler dabei. Ich glaube, ab 20 ist schon fast der Älteste, also das älteste Baujahr, was sie, glaube ich, mitbringen. Das sagt ja schon eigentlich einiges, wenn da kein Spieler über 30 dabei ist. Also wenn man das so sieht und dann auch Team USA mit vielen College-Spielern, die
vielleicht noch international nicht so die Erfahrung haben, aber trotzdem auf einem sehr, sehr hohen Level spielen. Klar, die bringen, ich glaube, 4, 5 Leute mit, die jedes Jahr in der KHL unter den Top 20 in der Topscorer-Liste stehen. Also auch eine Sicherheit, interessant, wie sie zusammengestellt ist, aber ich glaube, für alle eine neue Situation, die werden neu zusammengestellt. Darauf komme ich zurück. Wir sind ein bisschen eingespielt. Ich glaube, wir wissen, was der Bundestrainer von uns möchte und ja, vielleicht ein kleiner Vorteil zum Anfang des Turniers. Frage von Hans-Peter, gehen so ein bisschen Richtung DL jetzt auch. Hans-Peter hat gefragt, ja, richtig, was war dein Highlight bisher? Ist es die Meisterschaft oder Olympiasilber? Ja, wenn ich jetzt mal vergleiche, ich glaube, dann kann man doch mir nicht böse sein, wenn ich sage, da ziehe ich Olympia doch ein bisschen vor. Nichts in Eisbären da jetzt blöde zu kommen, aber ich glaube, wenn man Olympia in der Medaille holt, dann hat die, glaube ich, doch einen höheren Stellenwert als wie eine deutsche Meisterschaft. Aber wenn man schon gerade bei der Liga sind, die auch schön war. Ja, das ist keine Frage, aber leider auch ohne Zuschauer. Natürlich ist wahrscheinlich auch von den Emotionen was anderes. Wenn wir gerade bei der Liga sind, jetzt seid ihr wieder Erster nach der Meisterschaft. Seid ihr ein bisschen überrascht, dass ihr ganz vorne wieder steht? Auch konstant eigentlich vorne steht? Ja, also überrascht soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wir wollen natürlich oben mitspielen, dass wir jetzt Erster sind. Klar, glaube ich, ist jetzt zu dem Zeitpunkt schon vielleicht eine kleine Überraschung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch Strecken dabei gehabt, wo wir nicht gut gespielt haben und trotzdem irgendwie gepunktet haben. Klar, das zeichnet gute Mannschaften auch aus, das gebe ich zu. Es fragt auch keiner mehr am Ende, wie. Aber da waren auch Spiele dabei, wo ich sage, da wäre ich auch nicht böse gewesen, wenn wir keine Punkte geholt hätten oder beziehungsweise hätten wir nicht böse sein dürfen. Also da waren sicherlich auch ein paar Punkte dabei, wo wir glücklich vom Eis gekommen sind. Aber auf der anderen Seite, finde ich, haben wir uns gefangen. Wir haben gestern auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Vor allen Dingen auswärts dieses Jahr sind wir sehr, sehr gut unterwegs, was uns viele Punkte einfährt und wollen natürlich oder haben jetzt erstmal bis zur Pause einen guten Grundstein gelegt. Ja, und danach der Pause ist natürlich viele Spiele in wenig Tagen. Da wird es natürlich auch darauf ankommen, wie gesund wir bleiben, dass wir mit 4 reinspielen können und hoffentlich gesund in die Playoffs starten. Und ihr habt, während wir jetzt reden, gestern das Topspiel gewonnen mit 3-1 gegen den EHC Red Bull München. Und wir haben immer so eine Rubrik, Marcel, die würden wir jetzt mal abrufen, weil ich glaube, nebst der 3 Torschützen, ja, einer sitzt hier, war es auch ein Mann, der hinten drin stand, der durchaus das ein oder andere Ding gehalten hat. Und das ist unser Save of the Week mit Matthias Niederberger, der diverse Save of the Weeks hatte eigentlich bei dem Spiel, muss man sagen. Aber der war wirklich, der war hervorragend. Man sieht es jetzt gleich nochmal. Pass von Parks auf Street und super Push rüber. Perfekt die Fanghand ausgepackt, nach vorne mit dem Gewicht und das Ding gehalten. War gestern ein wichtiger Faktor, Niederberger. Auch schon wie bei der WM letztes Jahr. Findest du nicht, Nöbi? Ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass Matthias einer der Besten in der Liga ist. Ich bin froh, dass er bei uns im Tor steht. Und gestern war natürlich so ein Spiel, wo wir im zweiten Drittel München eigentlich zurück ins Spiel gebracht haben, weil wir nicht mehr genug gelaufen sind und viele Sachen leider nicht mehr so gemacht haben wie im ersten. Wenn du einen Torwart im Tor hast, der hält, der dir Fehler als Mannschaft verzeiht und dann natürlich so eine Saves macht, das macht natürlich dann ein Spitzentorwart beziehungsweise auch eine gute Mannschaft aus. Und ich bin froh, wie gesagt, dass wir da gestern mit Matthias den Rückhalt hatten. Und ich glaube, dass er auch bei der Nationalmannschaft schon bewiesen hat, wie gut er ist. Ich kann ja schon mal sagen, wenn ihr in China seid, also mit dem Bier musste ich echt umstellen. Also wir haben hier ein chinesisches Bier heute hier. Also das ist echt, also es ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Und dieser So. Ich weiß, gewöhnungsbedürftig, es kommt gleich noch eins. So, und guck mal, der Profisportler, ich bin hier Hobbyalkoholiker, okay, ich kann doch nicht ein Bier trinken. Aber ihr,
Ihr daheim könnt ja sagen, was schickt ihr, was trinkt außerdem ihr? Außerdem der Marcel und ich, wenn überhaupt, ja, kennen wir aus dem Rheinland natürlich eher das Altbier. Ja, weil wir sind ja örtlich sehr nah aneinander groß geworden, von daher. Und ich sage dir, egal was ihr gewinnt, trinkt diesen Schnaps nicht. Der hat auch 62%, ich sehe auf dem linken Auge auch schon nichts mehr, nur weil die Flasche aufgemacht wurde vorher. Aber gut. Aber gut, aber Marcel, um nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, achso, das ist für Mike. Komm, warte, ich gebe eins weiter. Für Mike ist es gewesen. So, komm, Mikey. Das ist sehr lieb. Unser Live-Cutter Mike, der muss ja auch ein bisschen leben und nicht dehydrieren. Marcel, ich weiß, es ist immer so dahingesagt, ja, es ist dann nur ein Saisonspiel und so wichtig ist es dann auch nicht. Aber es war schon für euch gestern auch insgesamt so für den Kopf auch wichtig, mal gegen München zu gewinnen, nachdem ihr bisher, glaube ich, zweimal verloren hattet in dieser Runde. Um auch da oben mit den Mannschaften, wo man eigentlich immer das Gefühl hat, vielleicht geht es dann sowieso gegen die wieder um den Titel, wo ihr auch mitspielen wollt, dass ihr das Gefühl einfach mal hattet. Ich glaube, das ist doch ein Punkt, oder? Auch wenn Sportler nach dem Interview dann schnell sagen, nee, so wichtig war es gar nicht. Doch, das war auch ein Punkt, den wir gestern vorm Spiel angesprochen haben. Wir wussten, wir haben zwei Heimspiele gegen München verloren, diese Saison schon, und hatten, glaube ich, auch einiges gut zu machen. Und ich glaube, gestern war so ein Spiel, wir haben gespielt, um zu gewinnen und nicht, um zu schauen, wer macht heute den Anfang oder wer möchte heute gewinnen, sondern wir sind rausgekommen und hatten das Ziel, und den Fokus auch darauf, drei Punkte aus München mitzunehmen. Und gerade gegen Spitzenmannschaften, wie du angesprochen hast, in Mannheim haben wir ein erstes Drittel verschlafen, wo es 3-0 stand. Da wird es natürlich schwer, da nochmal das Spiel zu drehen, was wir trotzdem fast geschafft hätten. Aber bei Top-Mannschaften wie München, Mannheim, wenn man da das erste Drittel verschläft, wird sehr, sehr eng. Und das war gestern natürlich auch ein Zeichen zu setzen, was ich davon ausgehe, wenn wir Meister werden möchten, an eine Mannschaft wie München nicht vorbeikommen werden. Und ich glaube, das war ganz gut für uns, auch als Selbstbewusstsein und breiter Brust, nächstes Mal, wenn wir aufeinandertreffen, wieder so zu spielen. Nöbi, zwei Fragen habe ich noch ganz kurz, dann darfst du noch rein. Aber eins würde mich interessieren zu deiner Entwicklung. Mhm. 2019, 2020 hast du gefühlt auch vom Scoring her nochmal einen draufgelegt. Auch wenn man dir zuschaut beim Spielen, das hat so eine Leichtigkeit, so viel Selbstvertrauen inzwischen. Wenn du da zurückschaust, war das der beste Move ever, dass Leo Pföderl an deine Seite wechselt? Oder hat das vielleicht wirklich tatsächlich was damit zu tun, mit dem Selbstvertrauen, das ihr als Mannschaft geholt habt mit der Silbermedaille? Oder kann man das nicht so wirklich festmachen an was? Doch, ich bin sehr, sehr dankbar, dass der Leo oder dass ich mit Leo jetzt eigentlich schon seit vielen, vielen Spielen oder Jahren auch schon zusammen an einer Seite bin. Wir haben das Glück, auch in der Nationalmannschaft oft nebeneinander zu stehen, was uns, glaube ich, auch sehr, sehr hilft. Ich bin trotzdem der Meinung, das habe ich auch schon öfters gesagt, alleine geht es eh nicht in der Liga, dafür ist die Liga zu gut. Man braucht immer gute Mitspieler. Und deswegen habe ich auch, glaube ich, einen an der Seite, den ich eigentlich blind verstehe und kenne. Wir sind privat sehr, sehr gut befreundet. Das macht, glaube ich, nochmal vieles leichter und einfacher. Auch wenn er Bayer ist, komme ich gut mit ihm klar. Verstehst du noch immer, okay. Ja, das ist das Problem. Manchmal muss ich sagen, wenn der Leo irgendwie am Bulli versucht, was zu sagen oder so, dann sage ich immer jetzt doch mal bitte langsam und wenn es geht, ein bisschen auf Hochdeutsch. Dann klappt es auch irgendwann, aber deswegen versuche ich immer schon zu sagen, was wir machen, damit überhaupt keine Probleme aufkommen. Ich finde den Leo ein super Stürmer, der ist, gehört zu den Besten und wie gesagt, wir sind eingespielt, das macht vieles leichter. Klar, Selbstvertrauen gehört, glaube ich, im Leben, egal was man macht, immer dazu. Wenn man sich selbst vertraut, glaube ich, macht vieles leichter und viel einfacher, Sachen anzugehen. Und das ist natürlich so eine Sache seit eigentlich der Silbermedaille, wo ich sagen muss, vieles ist mir leichter gefallen. Der Erfolg trägt natürlich dazu bei, aber ich versuche jedes Spiel mein Bestes zu geben, versuche jedes Spiel der beste Spieler auf dem Eis zu sein und so gehe ich eigentlich in jedes Spiel rein. Eine Frage, die wohl jetzt da noch anschließt, Sesh, sorry, aber da muss ich jetzt ganz kurz rein. Das ist die gleiche, die ich auch stellen will, du Ratte. Aber ist okay, Ladies first, kein Problem. Was ich sagen möchte, wenn man jetzt so wie du
über Jahre hinweg zu den Topscorern der Liga gehört. Darf ich das kurz anreichern? Weckt es nicht Begehrlichkeiten vielleicht im Ausland? Jetzt möchte ich gar nicht zwingend immer über die NHL sprechen, aber ich meine, es gibt ja inzwischen einige deutsche Spieler, die in Schweden spielen, die in der Schweiz spielen. Wie schaut es da aus? Hat es da mal schon irgendwie eine Anfrage gegeben in deiner Karriere? Ja, ist natürlich... wie soll ich jetzt antworten? Ich bin gerade am Überlegen, wie ich dir das am besten vermittle. Klar, man denkt darüber nach. Am besten entspannt auch, dass, und offen, ja. Ich guck mal, ob Marcel, bevor du antwortest, ich guck mal, ob im Glückskeks was für dich drinsteht. Vielleicht hast du Glück, aber okay. Bitte. Ich warte dann auf dich. Nee, ich warte auf dich, mach bevor mal. Ich was sage. Du schaffst das. Bist über 18. Nee, Rick, also klar, ich werde natürlich über viele Dinge auch nachdenken müssen, was für mich Sinn und Sinn macht. Ich habe jetzt erstmal vor, eigentlich die Saison zu beenden, da wo ich bin. Und ich glaube, dass mich dann nach der Saison in Ruhe entscheiden werde, wenn kommen sollte, beziehungsweise wenn sich Türen öffnen. Und dann in aller Ruhe, wenn man kein Eishockey vor der Nase hat, auch seine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wenn du mich so fragst, glaube ich, habe ich ehrlich genug schon geantwortet und will jetzt auch nichts dazu beitragen, was noch nicht da ist oder was kommt oder was auch immer noch in der Zukunft steht. Also deswegen hoffe ich, dass es erstmal so weitergeht, wie es jetzt ist und dann sehen wir weiter. Und im Zweifel kannst du immer sagen, es war ein Bluff. Nein, aber wir haben da schon, Marcel, auch oft drüber gesprochen, wenn wir uns natürlich auch, auch im Podcast immer drüber unterhalten haben, was so Gedanken von Profisportlern sind. Und das ist auch etwas, was man, glaube ich, immer den Fans da draußen oft vermitteln muss, auch wenn Spieler in Zukunft wann auch immer mal irgendwo hinwechseln, weil sie Ideen haben, wie sie ihre Karriere gestalten wollen, weil es halt oft nur ein gewisses Fenster gibt, um auch vielleicht entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und dass das dann einfach auch mit so einem, ja, manchmal mit einem Bauchgefühl auch zu tun hat, dass man einen Schritt gehen muss in der Karriere. Du bist mal den Schritt gegangen in die USA relativ früh, hast dann den Schritt gewagt, wieder zurück sozusagen nach Deutschland, weil du gesagt hast, ich muss mich wieder gut fühlen und das hast du in Deutschland gefunden. Und übrigens, was das betrifft, wo du gerade geantwortet hast, hier steht im Glückskeks, das passt ganz gut, auf ihre Spürnase können sie sich verlassen. Also ne, egal, was du in der Nase drin hast, es wird vermutlich dann irgendwann die richtige Entscheidung sein. Aber um das nochmal dann auch mit Zahlen zu unterlegen, Nöbi ist ja seit 5 Jahren mit mindestens 30 Punkten unterwegs, die letzten 3 Jahre mindestens 40 oder mehr. Und eben dabei ja auch 2-mal Stürmer des Jahres. Also wenn das keine Begehrlichkeiten wecken sollte, dann habe ich keinen Plan. Aber vielleicht habe ich es auch nicht. Ja. So ist es. Aber eine habe ich noch, Marcel. Eine Frage hätte ich noch, nachdem Goldi mir die wichtigen ja schon weggeklaut hat. Aber die hat er nicht parat. Die hat er nicht parat. Ich behaupte ja jetzt, du bist auch noch mal nach Hause gefahren. Warte, bevor du dich stellst. Ja, genau. Also, warte, ich gucke auch in die Kamera hier. Nimm das mal auf, bitte, weil es könnte vielleicht die Karriere für mich noch mal ganz nach vorne bringen. Ich behaupte ja, du bist noch mal nach Hause gefahren, weil du noch mal auf die Medaille blicken möchtest, die vielleicht ja bei deinen Eltern liegt. Ist das richtig oder falsch? Das ist leider falsch, weil die bei mir zu Hause in Berlin liegt, aber fast, hast, ja. Aber hast du sie dir vorher nochmal angeschaut wenigstens, bevor du los bist? Habe ich, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also ich habe sie nochmal ganz kurz aus dem Schrank geholt und habe sie nochmal angeschaut, wie schön es war. Aber ich finde es eigentlich noch unglaublicher, dass einfach 4 Jahre wieder vergangen sind und wir jetzt wieder vor der Olympiade stehen. Also das ist echt unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, das ist tatsächlich so. Die Zeit vergeht jetzt hier auch gleich. Wir hören schon die ganze Zeit, wir müssen weiter. Aber das finde ich jetzt überraschend, weil ich habe jetzt gedacht, und ich wollte da jetzt eigentlich die Frage gar nicht stellen, weil du kannst ja auch nicht wissen. Ich habe mir gedacht gehabt, diese Medaille hängt man möglicherweise in die Kabine oder nimmt sie bewusst mit, um zu zeigen, was man erreichen kann aus Mannschaft und dass das schon mal klappt hat, dass das eine Motivation ist. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen... Ja, dann hätte ich aber jetzt schon 2. Dann hättest du jetzt schon 2? Ja, sagt man so. Dann wäre sie nämlich schon gestohlen worden. Ach so. Glaube ich. Okay, ja gut, das ist natürlich auch ein Punkt. Vielleicht sollte man eine Replika reinhängen, wenn man das so macht. Aber das überlassen wir anderen, die sollen das so machen. Aber eins ist noch vielleicht ganz interessant. Aber eine gute Motivationsidee. Ja. Apropos Motivationsidee. Hast du mitbekommen, wer zur Auswahl steht als Fahnenträger für Team Olympia, Deutscher Olympische Sportbund? Ja, natürlich habe ich es gesehen. Ich habe auch schon gewotet. Sehr gut. Und du hast hoffentlich auf den richtigen gewotet.
Moritz Müller steht zur Auswahl. Jeder, der Lust hat, kann auf die, welche Webseite gehen, Mike? Das ist teamdeutschland.de. Teamdeutschland.de. Oh, das sind alles übrigens tolle Sportler und Athleten und Athletinnen. Genau. Ne? Aber selbstverständlich sehen wir das jetzt durch die Eishockeybrille und sagen einfach mal, der Silberheld, einer der Silberhelden von 2018, hat es dann auch vielleicht verdient, die Fahne reinzutragen. So, machen wir direkt live mit. Nöbi, wen soll man bei den Sportlerinnen aussuchen? Ach, du musst sowohl... Ich finde es unglaublich. Ich glaube, fünfte Olympiade für Claudia Pechstein. Ich glaube, da würde ich sie nehmen. Na dann. Machen wir das doch, oder? Ich war einmal bei Olympischen Spielen dabei, 2002, wo du auch warst, Goldi. Wo Müller nicht klickt. Hey, da steht doch, Sportler Moritz Müller. Aber ganz kurz, Mathe 7 plus 11, 18. Ja. Okay, Datenschutz haben wir gelesen. Abschicken. Vielen Dank für die Stimmabgabe. Sehr gut, hast du es gemacht. Vielen Dank. Sehr gut. Perfekt. Hut ab vor diesen Menschen. So. Marcel, ich glaube, dann haben wir einiges besprochen und echt schöne Aussagen von dir bekommen. Vielen Dank dafür, war ein echt cooler Talk, hat Spaß gemacht. Und wir wünschen dir natürlich brutal viel Glück, dass das erstmal alles gut geht bis dahin, dass ihr dann auch, wenn es dann irgendwann soweit ist, alle gesund ankommt. Das ist ja dann noch wichtiger, weil dann geht es ja irgendwann los und dass ihr eine tolle Zeit habt und mega viele tolle olympischen Gedanken auf jeden Fall wieder mitbringen könnt. Ich glaube, das gehört ja auch dazu. Eine Medaille wäre toll, aber wir wissen, dass das im Sport schwer ist und dass die anderen auch jeden Tag trainieren, übrigens im Normalfall. Das wird immer oft vergessen. Aber nicht vergessen. That's a hockey, you know, it's only game. Genau, und mit dem Spirit. Marcel, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung und vor allem bleibt gesund. Jo. Du auch. Alles Mach Gute, viel Erfolg. So. Beste Grüße. Dankeschön. Ciao. Ne? Ciao. Bis Ciao. Bald. Auf Wiederhören. Ciao. Auf Wiederhören. Genau. Das doch. So. Nöbi ist gut erzogen, ist netter. Das ist top. Jetzt habe ich ihn nach seinem Hund gefragt. Rocky. Ja, so ein, der kommt nicht mit. Das ist so ein, kennt man nicht aus mit den Hunden. Ja. Was ist das? Ein Labrador. Oder ein Golden Retriever. Ja, richtig. Das ist er. Wir haben die gleichen Zähne. Auch vorne der Zahnsatz hat ein bisschen was. Warum hat der dich nicht weggebissen? Das wäre schön gewesen. Der Nöbi war im Hintergrund. Der hat der gut aufpasst. Guck mal da. Der Nöbi ist der im Hintergrund. Ja, das war, als ihr mal zusammen für deine Geschichten gedreht habt, ne? Glaube ich. Da bin ich raus mit meiner Kamera unter die Leute rein und habe gesagt: Komm her jetzt, ich film da mal was. Ich mache eine große Nummer aus dir. Komm jetzt, habe ich gesagt. Sehr schön. Lass uns weitergehen im Programm, Goldi. Wir haben noch ein bisschen was vor. Ja. Ja, weil unser nächster Gesprächspartner, der wartet ja quasi schon. Aber wir wollen noch zwischendurch ganz flugs mal auf die deutsche Eishockeyliga eingehen. Mike, wir haben eben schon gesagt, Topspiel war gestern. Ja. Also während wir jetzt sprechen, war es gestern. Mit dem Sieg der Eisbären, so viel Eishockey ist ja immer wieder nicht, weil so viele Spiele auch dann leider abgesagt werden. Wir haben es ja heute schon gesagt, eben jetzt auch für morgen schon wieder die Partie der Adler Mannheim gegen Krefeld. So sieht die Tabelle aus. Da hat sich natürlich dann auch nicht dramatisch viel getan. Das Thema Eisbären haben wir gerade schon mit Marcel Nöbels besprochen. Genau. Da hast du mal den Gameplan. Ja. Die Ergebnisse, Ingolstadt 10-1. Und auch schon am Freitag 6-1 gegen Krefeld. Also Ingolstadt hat sich in der Tabelle schon ein bisschen näher an München hingeschoben, weil München ja gestern gegen Berlin verloren hat. Und das natürlich schon beeindruckend mit 16-2 Toren am Wochenende. Wahnsinn. Und wir hatten am Freitag in der Konferenz schon über zwei, drei Jungs da gesprochen, nämlich über Brandon DeFazio und über Frederik Storm. Ja. Und die haben wieder abgeliefert. Und das Krasse ist, der hat leider auch noch recht und hat manchmal auch noch Plan von diesem Sport. Das ist das Schlimme. Rick Goldmann meinte, es gibt da die Jungs und wenn du on fire bist, dann bleibst du auch eine gewisse Zeit on fire. Und das setzte sich da auch wieder fort. Die haben beide was? 8 Punkte gemacht am Wochenende in diesen zwei Partien? Ja, wir sehen es hier gerade jetzt. 8 Punkte beide gemacht. Die spielen mit Feser in einer Reihe. Ja. Auch der momentan 11 bester Scorer in der Liga. DeFazio mit 17 Toren, 6 bester. Storm 13. in der Scorerliste der deutschen Eishockey-Liga, sich jetzt nach dem Wochenende nach vorne geschossen. Also diese Reihe ist schon verdammt heiß momentan und wirklich stark. Aber Der Textmarker, weil Ingolstadt hat ja wirklich, das sind ja brutale Trikots, die teilweise raushauen. Und sie haben wieder in diesem... Das ist sowieso der größte Scheiß, den jemals überhaupt jemand erfunden hat. Ich werde gerne unterbrochen.
Sie haben in diesem wunderschönen Neon-Pink gespielt. Das ist ja, ich finde, das ist ein Highlight, dieses Trikot. Ja. Aber das sieht man ja an deinem Polo auch, was? Das ist richtig. Aber die Farbe fehlt mir noch. Ich glaube, die Farbe hole ich mir noch. Also die Neon-Bilanz, klär uns mal auf. Die Neon-Bilanz, also immer wenn sie in diesen Neon-Trikots gespielt haben, diese Saison 2 Siege, eine Niederlage. Letzte Saison 6 Siege, 3 Niederlagen. Also das heißt, wenn sie leuchtend sind, spielen sie ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann daran liegt, dass die Mitspieler sich gegenseitig besser erkennen durchs Trikot. Oder es vielleicht macht einfach auch mal ein besonderes Trikot was aus. Aber sieht cool aus. Die Textmarke aus Ingolstadt. Also in dieser Art und Weise auf jeden Fall auch erfolgreich, wenn man das so will. Wir müssen auch noch auf die Kölner Haie eingehen. Auch das war ein Spiel, was am Sonntag stattgefunden hat, ja, mit dem erneuten Derby-Sieg für die DEG. 2-1 hieß es am Ende. Mhm. Die Kölner Haie, muss ich ganz ehrlich sagen, machen mir größere Sorgen und sicherlich auch den Kölner Haie-Fans. Jetzt haben sie in einer Woche mehr oder weniger, glaube ich, zweimal gegen Düsseldorf verloren, 2 Derby-Niederlagen, back-to-back. Das war es, glaube ich, schon. Jetzt 1-3 die Bilanz in der Saison gegen die DEG, haben da gerade mal 2 Punkte rausgeholt, ja, und 4-12 Tore. Das ist aber nur das direkte Duell gegen die DEG. Ja. Wird immer besonders drauf geschaut, auch natürlich in Köln und von den Fans, aber es gibt insgesamt Probleme. Zweitmeisten Gegentore, nehmen extrem viele Strafzeiten und killen sich damit immer selber. Das sind so Themen, Niederlagenserie, du kannst das auch nochmal ausführen. Ja, du hast da jetzt schon einiges angesprochen. Jetzt gehen wir nur mal aufs gestrige Spiel. Mhm. Jetzt muss man auch mal was Tolles raussuchen von denen. Das ist das erste Tor. Wenn du mal Zeit hast, kannst du mal ganz schön das erste Tor zeigen, wie Poggi diesen Pass nach vorne spielt. Mhm. Der ist übrigens überragend. Der hat auch noch einen brutalen Save drin, der vielleicht auch zum Save der Woche zur Debatte gestanden wäre. Dann findet Köln mal einen Weg und geht 1-0 in Führung, weil Düsseldorf da einen Wechselfehler auch macht und Poggi da einen Weg findet, so mitzuspielen. Es war Pfostenschuss sehr früh. So, jetzt ist es soweit, er geht da raus und spielt den Pass bis vorne hin an die zweite blaue Linie und dann gehen die 1-0 in Führung. Und danach, was danach passiert, ist eigentlich das, was du schon angesprochen hast. Sie finden dann einen Weg, wieder so viele Strafzeiten zu nehmen, dass sie das Spiel in Unterzahl verlieren. Bekommen 2 Gegentreffer in Unterzahl. Und wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, ist das sehr sinnbildlich. Ich habe mir auch mal ein paar Zahlen rausgesucht, um das Ganze zu unterstreichen. Wir nehmen nicht bloß die meisten Strafminuten, sie nehmen die meisten, mit Abstand, die meisten 2 Minuten Strafen. Die meinte ich auch nur, genau. Weil ja, genau. Den Rest lassen wir mal aus dem Bei großen Strafen ist es gar nicht so wild. Aber insgesamt nehmen sie auch die meisten Strafminuten. Ja. Aber die 2 Minuten Strafen, da sind sie natürlich da. Mhm. Und die 9 Niederlagen, die sie jetzt in Folge haben, vom 28.12., da haben sie 15 Gegentreffer in diesen 9 Spielen in Unterzahl bekommen. Das ist eine Quote von 66%. Ja, und in den letzten 14 Spielen ist nur 1 Sieg dabei. Mhm. Ja, gehen wir jetzt zurück vom 17.12. Man darf natürlich nicht vergessen, die hatten auch mal so einen Run in die andere Richtung. Der war vom 22.10. bis zum 3.12. Ganz kurz, wenn wir das Bild gerade sehen, da sieht man diesen Frust auch von Poggi, ne, der dann nochmal... Ja, klar, der Frust ist natürlich da. Sie hatten aber auch mal diesen anderen Lauf, diesen positiven Lauf, wo sie in 12 Spielen 11 Siege gemacht haben zwischen Oktober und Dezember. Aber wenn man so drauf schaut, jetzt reden wir von den Gegentoren, klar, definitiv viel zu viel. Mhm. Aber seit 1.1. auch die Tore, die sie erzielen, das sind bloß 9. 9-24. Und wer schießt die Tore? Ich habe mal rausgeschrieben. 2 schießt Senhen, 2 Kamara, dann einer der Krobot, dann einer Marcel Müller. Barinka zum Beispiel 0 Punkte. Mhm. Ferrero 0 Punkte. Matsumoto 1 Assist. Da fehlen auch viele Spieler. Auch Matsumoto zum Beispiel ein Spieler, der hat gar nicht alle Spiele gespielt. Mhm. Das ist, glaube ich, Topscorer sogar noch in Köln. Noch genauso wie Ferrero. Das heißt, das ist natürlich schon insgesamt viel, das wo momentan da einfach nicht passt. Auch mit dem Trainer, der zwischendrin Corona gehabt hat und raus war. Und das ist natürlich insgesamt sehr schwierig. Schwierige Phase für die Kölner Haie. Ja, absolut, du hast es angesprochen. Das hat dann so im Dezember eben angefangen. Vorher war es so, dass man dachte, okay, die Kölner Haie haben sich dieses Jahr richtig gefunden und hatten einen positiven Trend, aber jetzt eben 3. Dezember 12. 8 Niederlagen aus 11, im Januar 7 Niederlagen aus 7 Spielen. Da kommst du natürlich nicht nach oben, ganz im Gegenteil, du wirst immer weiter ein Stückchen in der Tabelle auch runtergereicht. Genau. Und dann kann es auf einmal passieren, dass die Kölner Haie jetzt gerade 10. An der Schwelle dazu stehen, möglicherweise hier die Playoffs zu verpassen. Aber soweit ist es ja noch nicht, wird ja noch ein bisschen Eishockey gespielt. Genau so ist es. Aber sie müssen einen Turnaround finden. Ja, Turnaround hat gefunden übrigens mit Trainerwechsel Schwenningen.
nachdem Kreuzer übernommen hat. Und da ist heute eine Nachricht reingekommen. Ja, Fanfare habe ich gerade nicht parat. Breaking News. Ja, genau, Christoph Kreuzer bleibt auch in der kommenden Saison bei den Wild Wings, hat seinen Vertrag verlängert und ist ja auch ein Zeichen, dass sie wohl zufrieden sind mit der aktuellen Arbeit. Man muss auch eins dazu sagen, er wird wieder auf die Sportdirektorposition zurückgehen. Also da haben sie auch mitgeteilt, dass sie sich einen neuen Trainer suchen werden für die neue Spielzeit. Also das heißt, er wird wieder Sportdirektor werden, aber wird bleiben. Zusätzlich kommt aber ein neuer Trainer für das nächste Jahr. Soweit, so gut. Und jetzt holen wir unseren zweiten Gast rein. Jawohl, ich freue mich. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz einmal leicht anstoßen, hier mit unserem chinesischen Getränk, Goldi, weil... Cheers. Mikey, salve. Das ist sehr leicht übrigens, ne? Weil wir jetzt wieder den nächsten Peking-Flair in diese Sendung bringen. Denn wir haben nicht nur mit Marcel Nöbels heute einen möglichen Olympiafahrer, ich sag's noch so, ne? Weil es ja noch nicht offiziell ist, aber selbstverständlich wird Marcel Nöbels dabei sein. Und er wird definitiv dabei sein, denn wir freuen uns über den Profischiedsrichter André Schrader, der uns hoffentlich jetzt hört und auch sehen kann. Schönen guten Abend. Guten Abend. Beides ist der Fall. Wunderbar. Herzlich willkommen in die Eishockey-Show. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und wir freuen uns, dass wir noch einen Olympiateilnehmer heute dabei haben. Wo treffen wir dich erstmal an? Bist du gerade im Chill-Room oder ganz entspannt zu Hause? Oder bist du schon im Bootcamp für die Olympischen Spiele? ganz entspannt zu Hause, wie der Nöbi auch tatsächlich, ja. Durch die vielen Spielabsagen häuft sich das im Moment auch, aber ja, genau, ich bin gerade zu Hause. Aber wärst du jetzt noch einteilt oder bist du schon so, dass du eigentlich in Quarantäne bist oder hast du jetzt theoretisch noch Spiele? Ich habe noch Spiele, also das Stand heute habe ich noch Spiele, genau, 2 Stück tatsächlich. Und genau, Quarantäne in dem Sinne haben wir nicht. Für uns gilt das Gleiche, wie der Nöbi gerade schon gesagt hat. Dass wir diese 96 Stunden vorher den ersten PCR-Test machen und dann nochmal 48 Stunden vorher. Ja, wir haben schon eher jetzt angefangen, von dem internationalen Verband zu testen. Also da bin ich jetzt schon im Testprotokoll. Aber klar, es sind ja fast nur Profi-Schiedsrichter dabei und wir müssen ja arbeiten. Und dementsprechend ist das mit so einer langen Vorlaufzeit nicht möglich. Mhm. Dann André, lass uns doch vielleicht mal anfangen. Der Sascha hat schon gerade gesagt, du bist sicher nominiert. Wie erfährt man denn als Schiedsrichter und wann, dass man nominiert ist für die Olympischen Spiele? Das war tatsächlich relativ kurzfristig dieses Jahr. Den Grund kennen wir irgendwie alle. Auch da spielt Corona sicherlich eine Rolle. Die Juniorenweltmeisterschaft hat ihr Übliches dabei getragen, dass es irgendwie noch kurzfristiger wurde, weil das hat ja nicht so gut funktioniert leider. Ich habe tatsächlich Anfang Januar erfahren, dass ich dabei bin. Und wer ruft dann an? Ja. Das ist ja, muss ja auch so eine Art Bundestrainer, sage ich jetzt mal, geben, auf internationaler Ebene, der dann sowas nominiert? Genau, das ist in dem Fall mein Chef, der Lars Brüggemann. Der dann die Informationen von der IHF bekommt, vom internationalen Verband. Die melden sich dann quasi als erstes beim Lars und der gibt uns dann beziehungsweise mir dann die Informationen weiter. Okay, aber das ist ja eigentlich ganz cool, dass der Lars anruft, weil ich kann mir ja vorstellen, dass ihr ab und zu sowieso mal telefoniert. Insofern wusstest du ja in dem Moment nicht, wenn jetzt ein internationaler Anruf, der vielleicht nicht so ganz oft auf deinem Telefon erscheint, hättest du da vielleicht was denken können. Aber in dem Fall war das ja wahrscheinlich Surprise, Surprise, oder? Genau, also wir sind eigentlich mehrfach die Woche im Austausch und telefonieren und ich glaube, ich saß im Auto gerade zum Spiel und dann hat Lars mich angerufen und meinte, ich mach's kurz und schmerzlos, ich darf dir gratulieren, ich darf nach Peking. Okay, cool, dann nimm uns doch mal mit in deine Gedankenwelt, vielleicht musstest du kurz rechts ranfahren, aber wie ist das, du warst ja schon mal dabei, 2014 in Sochi als Linesman, korrekt, oder soweit? Genau. Genau, diesmal als Hauptschiedsrichter. Wie ist da so die Freude? Ich meine, wir kennen das so ein bisschen aus Sportlersicht, ne, und reden mit den Jungs ganz oft, wie so die Gedanken sind. Und wir haben das auch jetzt am Sonntag schon wieder gehört, wenn man bei Leo Föderl im Gesicht sieht, wie der schon wieder glüht, nach Peking reisen zu dürfen. Wie ist das für euch Schiedsrichter? Nimm uns da mal mit so in die emotionale Gedankenwelt. Ich würde sagen,
ganz genauso. Also letztendlich weiß ich es nicht, als Spieler war und werde ich wohl auch nicht mehr dabei sein. Aber klar, das ist für uns wie für jeden Sportler ein absolutes Highlight. Und ja, die meisten dürfen es, wenn überhaupt, einmal erleben. Man gehört letztendlich zu den 14 besten Schiedsrichter der Welt. Mehr fahren nicht, es sind 14. Und wenn man da dabei ist, ist ein absolutes Highlight. Die Freude ist riesig und man ist natürlich auch stolz darauf. Und also emotional sieht es ähnlich aus wie bei den Spielern auch. Wie schaut es denn organisatorisch aus? Jetzt bist du ja eigentlich ein Unparteiischer, aber du bist ja auch Deutsche irgendwie, der da hinkommen muss. Reist du eigenständig oder darfst du mit der deutschen Delegation reisen? Und darfst du da ins olympische Dorf rein? Geht gleich die Party los, ja, Olympia-Party. Merkst geht du, los hier. Darfst du ins olympische Dorf rein oder bist du extra untergebracht? Genau, also wir fahren ja unter dem Dachverband der IIHF, also des Internationalen Eishockeyverbandes. Und wie man es auch von der WM kennt, klar, man wird, wenn man als Schiedsrichter vorgestellt wird vor dem Spiel, wird natürlich auch die Nation bekannt gegeben. Aber letztendlich ist der internationale Verband dafür tätig. Und unter dem reise ich auch, wie du schon gerade gesagt hast, neutral, also nicht unter der deutschen Fahne sozusagen. Wir dürfen auch nicht ins olympische Dorf, sondern wir sind im Hotel. In Sochi war das tatsächlich direkt auf dem Olympiagelände. Jetzt wird es in der Innenstadt sein, in Peking. Ob wir da abgeschirmt sind, da gehe ich jetzt einfach stark mal von aus, Corona-bedingt. Also auch da wird eine Bubble garantiert sein. Und wir wurden mal ins Deutsche Haus eingeladen. So der Kontakt besteht zum Christian Kühners zum Beispiel. Oder damals der Franz Reindl, der hat uns dann in Sochi mal Tickets organisiert. Aber da wird natürlich ein bisschen differenziert und das ist auch gut so. Letztendlich sind wir keine Athleten, sondern als Offizielle da. Das heißt, Eröffnungsfeier, auch keine Möglichkeit mit dabei zu sein, ist ja was, wenn man da vor Ort ist, ja schon was sehr Großes. Ja, war möglich. Ist dieses Jahr nicht möglich, weil wir so spät wie möglich anreisen. Also ich werde am 5. Februar fliegen abends und komme dann am 6. in Peking an. In Sochi war es so, dass wir die Abschlussfeier mitmachen durften. Mhm. Das wird dieses Jahr auch aus aktuellem Anlass nicht stattfinden. Eine Frage noch jetzt mit dem ganzen Organisatorischen, bevor wir vielleicht dann ein bisschen auf die Sportliche reingehen. Bei den Deutschen war es ja schon so, die hatten ja extra Einkleidung. Da kriegst du ja wirklich 3 Taschen voll mit Zeug und was du alles anziehen musst. Ist es bei euch ähnlich? Werdet ihr auch komplett einkleidet? Natürlich dann ohne Flagge, aber irgendwie anders? Oder ist das alles eben ein bisschen anders? Nee, ist tatsächlich auch so. Also nicht in dem Umfang. Ich glaube, 396 Teile oder so habe ich letztens gehört von euch, die dabei sind. So viele sind es bei uns nicht, aber wir werden auch von der IHF dann eingekleidet mit, klar, das Wichtigste ist natürlich erstmal auf dem Eis, dass alle den gleichen Helm haben, Trikot und so weiter. Und dann bekommen wir natürlich auch auf Eis Klamotten, wie wir ins Stadion rein sollen, Poloshirts und so weiter und so fort, Mützen. Genau, und da repräsentieren wir dann, wie gesagt, die IIHF. Dann lass es doch vielleicht auch mal in die Vorbereitung der Spieler gehen wir oft. Wie ist es vielleicht für euch Schiedsrichter? Also was musst du tun, um jetzt, sagen wir mal, fully prepared zu sein für die Olympischen Spiele? Gibt es da noch was, was ihr machen müsst, was ihr absolvieren müsst? Lass uns da mal so ein bisschen deine Gedanken teilen, weil ich glaube, auch was das Regelwerk betrifft, was die Umstellung vielleicht auch auf die Eisgröße betrifft, gibt es da für euch in der Vorbereitung Dinge, die zu beachten sind? Genau, also die Nominierung oder ich sag mal, das Bewerbungsverfahren läuft eigentlich über die Turniere zuvor. Der größte oder das wichtigste Turnier ist eigentlich die Weltmeisterschaft, die in Riga stattgefunden hat. Da war ich auch dabei und da waren auch die meisten Schiedsrichter, die jetzt nach Peking fahren werden, auch dabei. Das ist letztendlich so das wichtigste Bewerbungsturnier. Dann ging es noch weiter für mich zur Olympia-Qualifikation in Lettland, die Deutschen ja zum Glück auslassen konnten dieses Jahr, weil sie sich direkt qualifiziert hatten. Da war ich nochmal in Riga.
Und tatsächlich war der diesjährige Deutschlandcup auch Teil der Olympia-Vorbereitung für die Schiedsrichter. Da war es dieses Jahr so, dass nur potenzielle Kandidaten dabei waren. Vertreter vom IHF waren dabei, US-amerikanischer Coach war auch dabei, der mit dem Lars zusammen das dann für uns geleitet hat und begleitet hat. Und so wurde man dann nominiert bzw. ausgesucht. Genau, und speziell vorbereitet, letztendlich speziell nicht. Die Saison ist im vollen Gange, wie für die Spieler auch. Das Regelbuch ist ja seit dieser Saison dieses Unified Rulebook. Also es wurde jetzt versucht vom internationalen Verband, dass wirklich weltweit nach dem gleichen Regelbuch gespielt wird, in Anlehnung an das NHL-Regelbuch, sodass jetzt eigentlich mehr oder weniger in Nordamerika die gleichen Regeln gelten wie auch bei uns in der Penny DL. Mhm. Von daher muss man sich da nicht mehr so viel umstellen, was uns natürlich hilft. In der Vergangenheit gab es da, ja, ich sag mal so 20 bis 30 Sachen, die wirklich elementar anders waren. Das ist jetzt nicht der Fall. Du hast es gerade schon gesagt, die kleine Eisfläche wird sicherlich auf uns zukommen. Und die Coaches Challenge ist halt Teil des Internationalen Eishockeyverbandes, die wir ja bei uns in der Penny DL noch nicht haben. Maxi, wie man vielleicht ganz kurz erklären, weil das ist ja die größte Umstellung in der Regel, weil es eben in der deutschen Eishockey-Liga so vielleicht nicht bekannt ist. Was genau heißt die Coaches Challenge und was kann ich wirklich als Trainer alles challengen? Genau, da gibt es drei Sachen, die halt vorgegeben sind im Rahmen des Regelbuches. Und zwar können die Spieler oder die Teams, nicht die Spieler, sondern der Head Coach entscheidet es letztendlich, einmal das Offside-Challengen, also wenn ein Tor passiert ist, kann halt überprüft werden, als in die Zone reingekommen wurde, ob dieses Spiel halt Onside oder Offside war. Das machen dann in dem Fall die Linesmen, die gehen dann raus und schauen sich das am iPad an, haben oft im Ohr noch unseren Schiedsrichtercoach, der die begleitet und bekommen dann alle Kamerawinkel, die zur Verfügung stehen, und treffen dann die Entscheidung. Die kommen dann raus, geben das an uns Hauptschiedsrichter weiter und wir machen dann mit dem Announcement-System, was wir auch haben werden, à la Wes McCauley, die Entscheidung bekannt. Ja, Wes McCauley ist ein gutes Stichwort. Announcement-Teil, du kannst schon mal Wes McCauley suchen, wer den vielleicht nicht kennt. Jetzt hast du ihn selbst angesprochen, André. Da gibt es ja unterschiedliche Meinungen zu Wes McCauley. Also erstmal, wenn du das Announcement-System hast, wirst du so wie Wes McCauley das auch machen. Und was hältst du eigentlich von dem Kollegen? Er macht das ja schon auf eine sehr spezielle Art und Weise. Vielleicht können wir es erstmal ganz kurz sehen, damit die Zuschauer daheim auch wissen, was ich da meine damit. Ja, ich muss noch schnell suchen den. Das ist die Aufgabe. Damit setzen wir dich unter Druck, Mike. Ah. But it's the overhead jetzt kommt view, which will decide whether or not this puck actually crosses a line. And let's listen to Wes McCauley. Warte mal aufs Zeichen. Ja. This is the definition of a pregnant pause. Ja. I think the Rangers are on television commercial break right now. He's waiting for the red light to be turned off. Now the fans will now get the call. After reviewing the play, it was determined that the puck completely crossed the goal line. We have a goal. Jetzt ist es aber nicht eins zu einem wilderen Aussagen. Da gibt es schon noch mehr, auch wenn er Fighting anzeigt, dass er mit den Händen mitmacht und so weiter. Was sagst du als junger Schiedsrichter mit 32 Jahren zu so einem Kollegen? Wenn man es sich erlauben kann, und ich glaube, das kann er, wer so lange dabei ist, es ist ja letztendlich auch Entertainment. Ich meine, dieses Announcement-System ist ja letztendlich für die Halle. Und da habe ich auch schon mal den einen oder anderen Fan gehört, der das auch für uns in der Liga gerne hätte, um einfach die Entscheidung transparenter zu machen, um auch zu sagen, okay, nicht nur wir haben Tor oder wir haben kein Tor, sondern da ist ja auch mal eine kurze Begründung dabei. Und die macht, glaube ich, der Wes unnachahmlich nach. Und finde ich ganz cool. Ja. Hat er schön dramatisch gemacht. Mikey, du hast auch mal einen Arbeitsnachweis von unserem Gast. Ja, es gab ja mal diese Szene der Cable Guys. Lieber Magenta-Zuschauer, Patrick, ich hoffe, du bist uns nicht böse. Wir sollen heute unsere Vorstellung übernehmen. Wir haben zu meiner Linken den Linesman Jupp Lehrmarkers und Patrick Laguzzo.
und unseren Gastschiedsrichter Jamie Kohaski aus den USA. Ich bin André Schrader und ich wünsche allen ein interessantes Eishockeyspiel. Ja. Das sieht man jetzt nur noch an André. Der Jamie war schon am Buffet wahrscheinlich. Zu dem Zeitpunkt. So, glaube ich mal auch, wer die Assistenten waren. Jetzt 26, Dominik Uhr und die 57, Alex Friesen. Ja, so, da warst du mal komplett verkabelt. Wissen, ob das jetzt ein abgefälschter Schuss war? Hat es gestört oder hast du gesagt gehabt, ist mir doch wurscht, ich kommuniziere mal gleich? Es hat tatsächlich mich gestört, nee. Also ich kommuniziere immer gleich und relativ viel auch. Und nee, das war eine schöne Aktion, glaube ich. So wie ich gehört habe, war die Resonanz auch ganz ordentlich von Magenta. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir irgendwo transparent sein können, wenn man einen Einblick bekommt, dass man einfach sieht, wie wir da arbeiten. Ihr kennt das ja auch, die Ref-Kamera von den Weltmeisterschaften. Ja. Das gibt einfach mal Eindrücke und zeigt tatsächlich auch mal die Perspektive, die wir auf dem Eis haben. Ja. Weil die Kamera fängt es immer schnell ein und einfach mit Slow Motion. Und wenn wir so einen Olli Mebus vor uns haben oder wie auch immer und dann schnell vorbeischauen müssen, da kann man halt auch mal was verpassen. Und das finde ich immer ganz gut, wenn man da ja. so einen Eindruck auch mal für die Zuschauer geben kann. Wie groß bist du nochmal? Entschuldigung. War das nicht? 1,85. Ah, okay. Ja gut, das ist noch eine relativ normale Größe, behaupte ich mal. Aber weil du das gerade gesagt hast, Feedback und Transparenz, das ist, glaube ich, genau richtig, auch für euren Job. Und Feedback übrigens, Mikey, also ich muss sagen, ich lese jetzt hier bei uns im YouTube-Chat in der Kommentarleiste sehr, sehr oft das Wort sympathisch Richtung André Schrader. Also der kommt gut weg, der Mann hier, unser Gast. Aber du hast noch eine Frage, glaube ich, rausgefiltert. Ich habe noch eine Frage und ich habe natürlich direkt gesucht, den Kollegen Wes McCauley, sein berühmtes Fighting, das würde ich jetzt auch kurz rauslassen. Both guys, 5 minutes each for fighting! Also ich glaube, selten wird eine Fighting-Strafe so schön angesagt. Ja, es gibt durchaus viele Fragen. Eine, die hier oft kommt, ist, ob du denn alleine nominiert bist oder direkt mit einem gesamten Team um dich rum nominiert bist oder wie das da abläuft. Und ob du auch nur Deutsche um dich rum hast, wenn du pfeifst oder ob das dann international ist. Genau, das kennt man so ein bisschen, glaube ich, aus dem Fußball. Bei uns im Eishockey ist es nicht so. Also ich bin tatsächlich der Einzige, der aus Deutschland fahren darf. Und wir werden letztendlich bunt durchgemischt vor Ort. Und dann kann es sein, dass ich mal mit dem Kanadier, mal mit dem Russen, mal mit dem Schweden, mal mit allen dreien verwechselt pfeife. Also das ist eigentlich nicht üblich, dass man da ein festes Team hat und dann wird auch von Spiel zu Spiel gewechselt. In der Vergangenheit, jetzt bei der letzten WM, haben wir es Corona-bedingt so gemacht, dass wir so Pots gebildet haben, dass wir 6, 3 Hauptschiedsrichter, 3 Linesmen waren und die halt immer zusammengearbeitet haben, einfach infektionsbedingt, falls da was passieren sollte, dass man sagen kann, okay, wir nehmen ein Team von den Schiedsrichtern raus, um die zu isolieren. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass wir alle durchgemischt zusammen pfeifen. Und warum kann er durchgemischt pfeifen? Wir sind mental stark. Ja, sehr schön, André. Du hast uns wirklich viel gesagt. Wir freuen uns drauf. Ich bin gespannt. Ja, vielleicht während wir uns jetzt bereit machen für einen kleinen Feldversuch hier bei uns im Eishockey-Studio. Du hast uns was mitgebracht, habe ich gehört. Stimmt das? Mir ist gesagt worden, du hast uns was mitgebracht. Ist es der Kaktus, der Weiße hinter dir? Warum ist der weiß und nicht grün? Das ist nur eine Frage so für mich. Ja, der ist ja weiß geworden, weil die Rollos immer unten sind. Da kommt ja keine Sonne dran. Genau, die Sonne scheint zu wenig, ja. Nee, genau. Also mit Novi kann ich leider nicht dienen. Ne? Was der da handwerklich hingebastelt hat, das bekomme ich nicht hin. Ja. Aber ich wurde mal gefragt und hätte wohl ein Schiedsrichter-Trikot für euch dann mit der Nummer, die ich trage, die 5. Ein Original-Schiedsrichter-Trikot von der deutschen Eishockey-Liga ist das? Ja, cool. Ja, genau. Das aktuelle, genau, so schaut es aus. Wow. Ne, genau. Also da weiß ich, da gibt es ganz viele Fans, die finden so ein Schiedsrichter-Trikot
Also oft heißt es ja immer, die Leute schimpfen nur auf die Schiedsrichter. Ja? Das machen sie auch, aber die schimpfen auch mal auf den Spieler und so weiter. Aber so, es gibt ganz viele, die die Schiedsrichter-Trikots sammeln und die da total heiß drauf sind, weil das gibt es ganz selten und das gibt es vor allem nicht zum Kaufen. So Original-Trikots, die kriegst du nirgends her. Außer du kennst einen Schiedsrichter irgendwo oder wir laden jemanden ein und der sagt so, komm, ich gebe mal eins her von mir. Ist richtig. Coole Aktion, vielen Dank. Was machen wir damit? Ja, wir verlosen das natürlich. Gewinnspiel, hauen wir direkt raus. Vielen Dank, André, das ist mega, mega präsent sozusagen für unsere Fans hier bei die Eishockey-Show. Und ich würde sagen, einfach mal bei Magenta Sport auf Instagram und auf Facebook vorbeischauen. Meinst du? Das machen wir so? Du weißt nicht, wie man es gewinnen kann. Oder lässt er noch kurz was einfallen? Der Mikey weiß es. Wie soll ich mir was einfallen lassen? Ich bin spontan. Wie kann man das Trikot gewinnen? Ich weiß, also das vom Sascha, das klingt mir sehr plausibel. Also, wir machen ein Thema bis nächsten Montag. Deshalb. Die Überraschung der Saison könnt ihr drunter schreiben oder vielleicht auch das Team, vielleicht auch der Schiedsrichter. Da denkst du doch gerade was aus. Wer die Überraschung ist, einfach unter einen Post reinhauen und wir suchen das mit dem Algorithmus aus, der das gewinnen kann mit Hashtag die Eishockey-Show. Das muss natürlich dabei stehen. Wichtig. Und dann suchen wir einen aus, der dieses wunderschöne Trikot, Originaltrikot von André Schrader kriegt. Das hast du wunderschön gemacht. Ich hoffe, dass das so richtig war. Deshalb verfolgt unsere Accounts Magenta Sport, Facebook und Instagram. Da wisst ihr alles. So ist und aber. Das ist dann auch in jedem Fall 100% korrekt. Also auf jeden Fall mitmachen, weil das ist eine coole Geschichte. Und nächsten Montag wird es dann offiziell rausgehauen. Und dann wissen wir, an wen es geht. Wir haben ja schon ein paar tolle Sachen hier verlost. Genau, der gute Kollege Novak hat ja ein bisschen was gebastelt. Das ist aber für uns. Aber er hat auch noch einen Schläger, den wir verlost haben. Was haben wir noch gehabt? Ein Trikot? Haben wir auch schon rausgehauen. Jetzt wieder ein cooles Jersey. Glückskekse werden wir so, später und noch jetzt, verschenken. Apropos Jersey und weil man ja auch sein Trikot, eine Frage ganz kurz, wie viele Trikots hast du in der Saison? So Spieler haben ja mal irgendwie viele Schläger oder hast du eins, was dann mal alle zwei Monate in die Waschmaschine geht? Pro Wochenende eins. Nee, ich habe tatsächlich vier, die ich immer so im Einsatz habe. Ja. Zwei heim, zwei auswärts. Nee, aber wir machen ja ein paar mehr Spiele als die Spieler tatsächlich. Und ja, wenn man so einen Roadtrip hat irgendwie, dann ist es ja schon ganz schön, wenn es nicht so doll riecht und man noch ein frisches Ersatztrikot hat. Und das wird dann immer so rotiert. Okay. Sehr gut. Also aber ernsthafte Frage, hast du ein Lieblingstrikot? Weil manchmal, also ich kenne viele Spieler, die ziehen dann ihre Lieblingsunterwäsche zu den Spielen, damit den anderen trainieren sie nur und so. Hast du eins, wo du sagst, am liebsten hätte ich das und das hätte ich gern immer gewaschen? Tatsächlich nicht. Nee. Ich versuche so wenig Routine wie möglich irgendwie reinzukriegen, damit man so mental stark bleiben kann. Und ich meine mir einreden zu können, dass meine Routine ist, dass ich keine Routine habe. Nee, ein paar habe ich auch, aber bei den Trikots ist es letztendlich ziemlich egal. Ich mache mir die immer so ein bisschen zurecht und schneide die so ein bisschen um. Da habe ich so ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz standardmäßig mehr so sind. Aber letztendlich sind diese vier Trikots, die meinen wir vor der Saison fertig. Und die werden dann benutzt. Okay, letztes Spiel von dir war, glaube ich, am Freitag in Nürnberg, richtig? Genau. Ja, dementsprechend ist das wahrscheinlich gerade in der Wäsche. Du, pass auf, wir wollen noch ein bisschen was mit dir auschecken hier und testen und bereiten uns mal vor, Goldi. Ich gehe schon mal hier aus dem Sulki. In der Zeit kannst du die Frage beantworten, André, ob das... Nein, mache ich jetzt nicht. Kannst du die Frage beantworten? Ich glaube, du hast doch WM-Finale 2014, warst du ja auch schon dabei, oder? Hast du geleitet, ne? Genau. Ist das jetzt cooler oder ist es cooler, bei Olympischen Spielen dabei zu sein? Jetzt fragst du mich was. Ja, das ist mein Job, sorry. Ja, also Olympische Spiele ist schon, da ist das Highlight. Okay. Also Goldmedaille, wenn man das pfeifen darf, das ist, passiert natürlich auch nicht oft, wenn es überhaupt passiert. Aber Olympische Spiele würde ich schon drüber sehen.
Du, alles ist cool, das kann ich mir vorstellen. So, ich mache mich parat. Ich habe mich jetzt hier ein bisschen in Schale geschmissen. Ich weiß nicht, du kannst das ja auch ganz gut sehen. Hast du das Nötigste hier mir angezogen, damit ich einigermaßen ausgestattet bin? Du hast dir das Nötigste geschützt. Also da wäre auch ein Helm gewesen. Offensichtlich gehört das bei dir nicht dazu. Naja, ich gehe mal davon aus, dass du ein bisschen weißt, was du tust. Ja? Also das war ja mal dein Beruf, also sorry. Okay, was soll ich denn jetzt tun? Mir ist nur gesagt, also steh halt mal auf und nimm den Schläger. So, das Wichtigste ist erstmal, hast du zufällig gerade eine Pfeife parat, André? Müsste ich schnell im Keller flitzen, also tatsächlich nicht. Ja, okay, du bist ja... Wer hat denn eine Pfeife dabei? Außer kann du hast einen sein. Hund. Du hast einen Hund. Ja. Mike pfeift. Hast du eine Pfeife oder kannst du pfeifen? Oder? Ja, das ist super. Okay. Also wir stellen jetzt mal nach diesem Superpfiff ein paar Szenen nach, ein paar Strafen und du darfst dann sagen, was du richtigerweise gepfiffen hast. Okay. Und du musst mich bearbeiten, Herr Scotty. Wir fangen über das Leichten an. Tatsächlich, da hätte man jetzt zwei wieder. Also da fängt schon an, wie kompliziert es wäre. Das Offensichtliche ist ein Ellbogencheck. Aber was eigentlich viel gefährlicher ist, ist der Check gegen den Kopf. Weil du natürlich deinen Ellbogen jetzt ausgestreckt hast und den Sash fast niedergestreckt hast. Ja, das kann natürlich nur jemand, der so fit ist, standhalten. Das ist auch klar. Es war ziemlich übel. Absolut. Also ja, in meinen Augen war das jetzt, egal was er jetzt tut, ist immer große Strafe übrigens. Kannst du gerne sagen, auch wenn es nicht regelkonform ist. So, und jetzt? Dann darf er dich nur nicht halten. Das geht halt nicht. Okay, ne? Okay. Ja, stell dich mal zur Seite. Ich bin der Dummy. Du musst ja so doof da. Ah. Was haben wir hier? Den Cross-Check. Sehr gut. Pfoten. Was man gerne mal draufhaut, vorne auf die Pfoten. Nicht auf die Finger, Ratte. Ja, perfekt. Bei dir war das noch fast der Laubgoldi, würde ich sagen, damals. Ja, ne? Haben wir Karriere draus gemacht. Das ist der einzige Grund, warum der so erfolgreich war, der Vogel. Genau. Ja, ist heute tatsächlich ein Stockschlag. Ja. Da hat man auch noch das faire Haken, hat es da noch gegeben. Genau, solange man die Beine bewegt hat, ne, dabei damals war das okay, ne, das konnte man gut kaschieren. Auch heute, nein, ist ein Haken. Und was man nicht so oft sieht und was auch mies ist, der da. Der Stockendenstoß, Buttending, genau. Und damit darf man direkt das Spiel dann auch verlassen. Ja, das tue ich jetzt auch, weil ich glaube, der tut mir schon leid. Ja, also viel mehr hätte ich nie ausgehalten. Aber ich lasse das jetzt einfach mal an. Ich fühle mich ganz gut damit. In deiner Gegenwart. Oh, ich schmeiß den Studio um. Ja, die machen sich gleich unser Studio kaputt. Das ist, war schön. Die letzte Folge haben wir heute gesehen. Ja. Studio. Wie ist es eigentlich, weil wir gerade dabei sind, wie ist es eigentlich mit dem Fighting? Mit dem Fighting ist es ja schon ein bisschen anders, international wie national. Gell? Da gibt es andere Strafzeiten. Das stimmt. Genau, Rick. Da sind wir ja gerade ein bisschen von abgekommen. Also was wir vielleicht noch sehen bei der Coaches Challenge ist die Torhüterbehinderung, die wird noch überprüft. Also da muss sagen die Schiedsrichter nicht wie wir in der Liga, wir gehen zum Video, sondern auch das muss das Team einleiten. Und wir haben ein Game-Stopping-Event noch. Also die drei Coaches Challenge wird es geben bei der WM. Und genau, Fighting ist im internationalen Eishockey nicht, ich sag mal, akzeptiert. Also wenn jemand einen Faustkampf hat, wir reden jetzt nicht über so einen kleinen Wischerl mit dem Handschuh, sondern der richtige Fight, wie wir ihn aus der Liga kennen, ist mindestens mit einer 5-Plus-Spieldauer wird er bestraft. Ja. Das ist ja eine 5 für dich. Pui, Deibel. Wow. Ja, genau, die 5. Und manchmal läuft es auch für die Schiris ein bisschen unglücklich. Wir haben gestern eine ganz interessante Szene. Er war artistisch. Artistisch? Kavems. Oh. Da ist er weg. Ich glaube, da hat er einfach nur versucht, ihn nicht aus dem Weg zu gehen. Aber irgendwie ist es der Herr Hurtig gewesen? Ich würde jetzt sagen, dass das der Yannick Kotziol ist. Ja, kann sein. Also genau, Chris Hurtig war gestern auch mit auf dem Eis, die beiden. Ja. Dann hat mein Wortwitz nicht passt, weil ich habe gesagt, nicht so Hurtig. Ich weiß nicht, wo geht natürlich war es sehr hurtig. Jetzt, wo du fragst, Rick. Ja. So, endlich. So ist es. Diese Autogrammsammler, du. Jede Chance nutzen sie. Aber eins, André, möchte ich ganz gerne mit dir noch klären, weil das ja doch, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, auch aus eurer Sicht kann ich mir gut vorstellen.
Ihr seid ja jemand, du hast das eben auch angesprochen, ihr sorgt dafür, ihr habt auch eine eigene Page als Referees in der DEL, dass ihr schon so gut wie möglich transparent seid. Ihr habt ja auch Lust auf Kritik, nehmt das auch an. Wie ist so ein bisschen der Austausch und wie nimmst du Kritik von Fans wahr? Wie gehst du damit um? Das ist ja auch manchmal ein sehr sensibles Thema. Absolut, ja. Also mit Kritik persönlich, solange sie sachlich ist und ja einfach man eine Chance hat, in eine Diskussion zu kommen oder in den Dialog zu kommen. Das ist unser täglich Brot und das ist auch wichtig und das macht uns ja auch besser. Also so arbeiten und trainieren wir ja letztendlich auch. Wir können ja nicht irgendwie Schüsse die ganze Zeit üben, sondern Fehler passieren leider. Und da versuchen wir natürlich, möglichst viele Fehler von den Kollegen anzuschauen, aus unterschiedlichen Ligen, natürlich bei uns in der Liga selbst, und daraus einfach zu lernen. Also warum hat man vielleicht was nicht gesehen, Positionsspiel, Judgment, also welche Möglichkeiten hätte man noch gehabt, alternativ vielleicht zu entscheiden und so weiter. Das ist letztendlich unsere Arbeit und das füllt auch eine Woche und tatsächlich mehrere Stunden, die man dann da vollbringen kann. So nach dem Spieltag, gerade sonntags, ist immer Montag eigentlich Videoschulung und dann wird jedes Spiel sich angeschaut. Nicht nur die Highlights, die wir verfolgen, da stehen ja meistens die Tore im Vordergrund, sondern wir schauen uns dann jede Strafe an tatsächlich. Das geht über das Game Center, dass wir jeden einzelnen Entscheid über, uns anschauen können. Mhm. Und ja, da gibt es natürlich dann auch interessante Szenen, wo wir uns untereinander dann austauschen, wo man dann mal den Dialog mit Lars sucht. Und genau, das ja, ist tatsächlich unsere Arbeit. Ja, Kritik, beziehungsweise ich nenne es eher so ein bisschen das Bashing in den Social Medias, ist manchmal halt einfach nicht schön und geht da unter die Gürtellinie. Ich habe heute vom Felix Zweier gelesen, dass der jetzt auch öffentlich überlegt, sich ja, aufzuhören mit seiner Karriere wegen den Vorkommnissen in dem Spiel Bayern gegen Dortmund. Wenn man sowas liest, das belastet schon und nimmt einen mit. Auch wir haben Privatleben, auch wir sind Menschen. Und wenn wir das nicht anhaben, dann sind wir eigentlich, ja, wie jeder andere auch, eigentlich ganz, ganz nette Privatpersonen. Und die Kritik richtet sich halt immer, wir sagen immer, die Kritik richtet sich gegen das Trikot, nicht gegen uns selbst. Mhm. Aber klar, es gibt Morddrohungen, es gibt Briefe, die nach Hause kommen von Fans und so. Und es sind dann Geschichten, die sind nicht schön, die passieren halt. Aber wir versuchen natürlich irgendwo auch aktiv dagegen zu gehen. Und ich kann für mein Team sprechen und natürlich in erster Linie für mich. Wir machen nichts extra, wir versuchen wirklich das Bestmöglichste abzuliefern und die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen auf dem Eis. Und es geht so schnell in unserer Sportart, es ist so viel Grau. Und da kann einfach nicht alles richtig sein, da kann nicht alles perfekt sein. Und wo Menschen entscheiden, auch subjektive Entscheidungen treffen, gibt es natürlich immer eine gewisse Fehlerquote. Ja. Und die versuchen wir natürlich so gering wie möglich zu halten. Und das Wichtigste ist einfach für uns, dass wir ein Spiel durch eine Entscheidung nicht entscheiden, also dass wir es fair behalten für beide Mannschaften und natürlich sicher. Und das ist so unsere Guideline, an der wir uns langhangeln. Und ich meine, Rick kennt es ja auch, ich erinnere mich ja, schon an die alten Zeiten. Ja, da war das Spiel noch viel langsamer. Da konnte man ja jede Regel ganz in 10 Sekunden hatte Zeit, die auszulegen. Das war ja ein einfacher Job damals. Genau. In der Zeit, nee, ich meine auch eher als seinen Expertenjob, wo er noch den Spitznamen Regelrick hatte und wo er gesagt hat, pass auf, ich distanziere mich ein bisschen davon, weil es einfach so komplex ist und, ja, und teilweise auch, ja, man nicht mehr aktuell ist und vieles auch einfach nicht entscheiden kann. So. Und ja. Ich sage dir auch eins, und deswegen finde ich es auch so wichtig und auch so schön, dass du dich heute mal gestellt hast, beziehungsweise nicht gestellt hast, sondern dass du hier Gast bist, weil wir reden ja eigentlich immer davon, was für geile Charaktere der Eishockeysport hat. Und wir meinen in erster Linie die Spieler. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass ganz viele, und das hast du heute unterstrichen, coole Typen dabei sind, die Schiedsrichter sind und die das ja auch über so Liebe, Leidenschaft zum Sport machen und geile Menschen sind. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, das mal zu unterstreichen und deswegen vielen Dank, dass du heute da warst. So, und André, wir geben dir auch noch einen Glückskeks.
Keks mit auf die Reise nach Peking. Isst du die Dinger auf? Ich mach sie auf und will natürlich immer die Message hier, hoffentlich eine positive, sind die vegan, weitergeben. Oder? Ja, also, ich glaube auf jeden Fall. Behaupte ich mal. Aber vielleicht ist Milchpulver drin. Ich kann dir sagen, das Bier ist vegan. Also Vorsicht, wenn du da hingehst, ja, lass dir keinen chinesischen Schnaps einschenken. Den habe ich schon. Ja, du, ja. Und mit Bier vorsichtig sein. Ja, mit 62% wäre, weil ich bin auch so ein Hobbyalkoholiker, also das wäre... So, warte mal, jetzt habe ich hier, was habe ich hier? Das ist eine... Bis jetzt ist alles gut gelaufen. Schade, dass du auf der Zielgeraden dich verrannt hast. Also das passt ganz gut für deinen Ritt nach Peking. Reise mit leichtem Herzen und positiven Erwartungen. Ja, so. Guck mal. Ja. Schau mal, das passt aber wirklich. Sag mal, hast du die Dinger vorher geschrieben oder überlegst du dir was und liest das da ab und hältst es nur dahin? Hab ich grade, das mal. Habe ich gerade aufgemacht. Ist doch nicht Una schlecht, oder? Vita da Verge Rica e piena di amore. Und vielleicht noch einen kleinen Sprachkurs. Was heißt Baum auf Chinesisch? Weißt du das? Nee. Nee. Es heißt, Bonsai. Nee. Es heißt Tam. 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 Okay. Bäume. Heißt dann Tam-Tam und ein ganzer Wald ist dann Tam-Taram-Tam-Tam. Kleiner Sprachkurs für dich. Und das Halbfinale findet in Tampere statt. Tampere, Tampere. Ja. 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 Das kennst du doch. Mit den. Ich finde die Witze ja manchmal sogar noch ganz gut. Die kenne ich so aus meiner Schulzeit. Ja, aber nur du findest sie gut. Das ist das Problem an deinen Witzen. Jetzt wird es auch schon spät. Die Leute sagen, wir dürfen bloß eine Stunde Sendung machen. Wir sind bei einer Stunde 45 angekommen. Das stimmt. Aber ist keinem aufgefallen, finde ich. Nein. Die Zeit ist verflogen, es war wunderschön. Manchmal musst du auch den Mut haben, bis ans Level zu gehen, weißt du? Also bis du eigentlich schon am Abgrund bist. Genau, und da bist du wieder beim Bergsteiger auf Chinesisch, Hing am Hang. So, jetzt ist gut. André, vielen Dank für deine Zeit. Auch dir wünschen wir natürlich sehr viel Erfolg und vor allem auch viel Spaß bei den Olympischen Spielen. Auf jeden Fall. Tolles Erlebnis. Genieß es, wenn es geht und eine gute Zeit. Ciao. Und bleib gesund. Dankeschön. Ciao. Ihr auch. Ciao, ciao. So, jetzt isst du die Dinger aber noch alle, gell? Ja, jetzt. Ich habe noch keinen. Du hast auch noch keinen? Schau mal. Jetzt Mikey, machen wir komm, guck mal zum rein. Abschied. Schauen wir einmal, was bei uns drin ist. Ich mache jetzt erst noch mal den hier. Alter. Das hat er lange geübt vor der Sendung. Alter, aber ging gut raus, oder? Dir ist klar, was in der Best-of kommt, wie du da mit dem Tiefschutz stehst. So kann man Karrieren zerstören. Nur deshalb machen wir die YouTube-Show. Okay, also noch einen abschließenden Glückskeks für uns drei hier im Studio. Mikey, was hast du drin stehen? Oh, bei mir steht drauf, du bist ein ganz besonderer Mensch. Das steht da? Ja, in vier Sprachen sogar. Ich kann aber nur eine. Was zu beweisen wäre, quod erat demonstrandum. Es ist richtig. Da weiß nicht, ob man es in der Kamera lesen kann. Da, du bist ein ganz besonderer Mensch. Halleluja. Goldi, bei dir? Ja, steht aber nur besonders. Das ist jetzt nichts. Was steht bei dir? Positives. Was steht bei dir? Das heißt nur, dass du besonders bist. Also, und das würde ich auch unterstreichen in der Form. So, bei mir steht, mit Argumenten überzeugen sie alle Skeptiker. Oh Gottes Willen. Aber es dauert eine halbe Stunde ungefähr. Ja, aber es passt für einen Experten. Ja? Die Dinger sind doch zugespielt worden, sind doch die. Und bei mir steht drin. Nichts hier. Arbeit hat bittere Wurzeln, aber süße Frucht. Ja, Arbeit kennst du nicht. Ja, in dem Sinne, ich weiß jetzt nicht, wie ich darüber komme, aber Mummeler, bekanntlich bei Köln, ne? Aber die ärgsten Rivalen haben jetzt sogar auch aufgerufen, dass man Mummeler zum Fahnenträger wählt. Nämlich die DEG hat auf Facebook gesagt, ab geht die wilde Fahrt und man soll das Ganze doch bitte machen. Und ja, okay, sie konnten sich natürlich keinen Seitenhieb verkneifen. Ja. Außerdem hätte Mo nach den ganzen Derby-Niederlagen mal wieder zu lachen. Daran sollte man auch denken. Das machen sie gut. Also, da schön, auf jeden Fall der Hinweis an euch natürlich auch draußen. Geht auf die Seite drauf. Ja. Teamdeutschland.de. Teamdeutschland.de und wählt den richtigen Fahnenträger. Fahnenträger, der sitzt auch neben mir. Ich rieche schon die ganze Zeit. Der hat ein bisschen hier am Schnapsgläschen vorher schon ein bisschen genascht, mein kleiner Freund. Da passt natürlich auch die Frage von Wolfi Zamboni. Was für ein geiler Name, wenn der echt wäre. Ja. Wenn du Wolfi Zamboni heißt. Modepolizei Rick Goldmann, wie viele Punkte bekommt das Outfit von Sesh heute?
Steh nochmal auf, bitte, das im Ganzen zeigen. Ja, es ging mir, der sieht mich ja die ganze Zeit eher sitzen, deshalb meinte er das grundsätzlich, was ich hier oben anhabe. Steh ruhig auf, du Terry Mugler der Armen. Ja, also für das, dass er gerade vom Joggen kommt, finde ich es okay. Was hast du denn hier? Das ist ein cooles Vorteil. Ja, das ist cool. Vorteil, ja. Das ist cool. Ja. Zum Abschied würde ich noch eins sagen. So ein bisschen Retro-Tennis-Retro-Style übrigens. Ja. Jetzt lege ich mich mal kurz auf den Kader fest, weil morgen wird es bekannt geben. Ich gehe jetzt da runter. Wir müssen kurz die Sendung irgendwann nochmal zumachen. Wer sagt das? Meine Güte. Ich sag das. Ich begrüße und ich sage auch tschüss. Pissy? Ja, was ist los mit dir? Why are you so pissy? I'm not. Yes, you are. So, jetzt müssen wir da runter. Wir haben wie viele Verteidiger? 1, 2, 4, 6, 10. 10. Warum habe ich das Thema jetzt wieder aufgemacht? Das wollte ich da überhaupt nicht machen. Ich wollte es so stehen lassen. Wir haben dich nicht gezwungen. Das müssen wir auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Und wie viele Stürmer haben wir? 15? 14. 4, 8, 10, 15. 15? Ja. Also heißt, ich bin 2 Verteidiger drüber, 3 Stürmer drüber. Okay. Wir schauen mal nach, was morgen rauskommt, ob die alle dabei sind. Ja. Was sagst du? Sind alle dabei? Ich bin auch gespannt. Ich werde das vergleichen morgen und dann natürlich sofort anrufen bei dir. Hast du unten noch einen Widerer reingeschoben? Jetzt kommt er nochmal hinten um die Ecke und versucht nochmal irgendwas zu korrigieren. Jetzt muss ich hier wieder meinen schlauen Zettel. Jetzt muss es so bleiben. Nee, ist er nicht. Hier hängt er noch. Okay, da hängt der Kollege. Ich dachte, du warst drin im Kopf vom Bundestrainer. Being Toni Söderholm, weißt du? Ja. Being John Malkovich, so drin im Kopf. Ja. Being Toni Söderholm. Wir lassen es jetzt auch so. Komm, jetzt machen wir nicht mehr verrückt und jetzt macht man zu. Wir sind ja eigentlich zeitlich ganz gut rausgekommen. Ich bin schon zu. Es war wie geplant. Leichter Überzug. Wir haben leider das mit der Stunde, sollte vorbei sein, nimmer. Ja. Insofern. Du bist ja grundsätzlich auch gelogen. Olympia, sind wir ehrlich. Morgen ab 11 Uhr, Toni Söderholm geht raus. Und fragt sich, wer sind die Jungs, die mitgehen? So ist es. Ja! Also, und ich glaube, die Peking-Ente zum Tanzen bringen. Ich komme hier nicht mehr an den Stuhl ran. So, mach mal Platz hier. So, und dementsprechend sagen wir jetzt dann doch vielen lieben Dank für eure sehr lange Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen und natürlich auch nochmal lieben Dank an unsere Gäste, an Marcel Nöbels und an André Schrader. War sehr interessant und informativ, was die rausgehauen haben. Ja. Schiedsrichter-Trikot nicht vergessen, gibt es zu gewinnen bei Facebook oder bei Instagram. Einfach drunter schreiben, was war die Überraschung, die positive Überraschung. Was ist schön für euch Spieler, Mannschaften, Sensationen, Tiere, keine Ahnung. Schreibt was drunter. Genau. Und dann Hashtag die Eishockeyshow. Verlosen wir das Teil. Und wir geben noch oben drauf, hier, weiß nicht genug ist heute, diese Flasche Schnaps. Das liegt doch nicht, die nimmst du mit und trinkst außerhalb. Die kannst du nicht mehr zum Fensterputzen hernehmen. Das kann ich dir. Kannst du so direkt ins Auto packen und das Auto schaffst, damit zu fahren. Das ist wie am Hamburger Fischmarkt. Da paucht da noch einen rein. Ja. Alle die da. Und da gebe ich auch noch eine Kabeljau und noch eine Portion Kabeljau on top. Ja. Ale Dieter, sagt der Mann, der einen Tiefschutz anhat. So, jetzt kommt ihm raus. Der heißt wirklich Ale Dieter. Zum Wohl. Ist klar. Didi, okay, mach zu. Ja, und nicht vergessen, wir haben es schon mehrfach gesagt, aber es lohnt sich, weil wichtig natürlich für die deutsche Mannschaft und für Mo Müller persönlich, wählt ihn, damit er die Fahne für die deutsche Mannschaft reintragen darf. Was? Der ist in der Endlosschleife gefangen, wenn es um Abmoderationen gibt. Übrigens auf der Webseite www.längsteabmoderationen.de. Wer quatscht denn die ganze Zeit? Das ist die Webseite von Sascha Bandermann. Nee, da muss ich auch jetzt reinlabern, weil das ist dummschwarz, was du gerade machst. Das ist richtig. Ja. Aber bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch mal ganz kurz darauf hinweisen, wo kann man eigentlich für einen Fahnenträger? www.teamdeutschland.de. So ist es. Und dann gibt es noch was zum Gewinnen, Sesh. Ja. Und es gibt auch noch Eishockey zu sehen, bevor es dann mit Olympia losgeht. Und dementsprechend da könnte man noch der Blick schauen drauf, oder? Da könnten wir noch schauen, bevor wir auf die Top 10 schauen, die mir übrigens echt gefallen, jetzt wo ich mir das öfter anschaue, weil du bist ja nicht so der Fan, habe ich gedacht. Von was? Achso, wir wollten noch kurz schauen, was passiert. Ja. Es ist noch nicht geupdatet, Mannheim-Krefeld ist ja, glaube ich, jetzt abgesagt. Ja, das ist raus. Aber ansonsten ist noch viel, jetzt mache ich mal hier. So viel, wir finden es gar nicht. Ja, das ist der Wahnsinn. Weil so viel los ist bei uns. Naja, er hat ja auch gerade jetzt ein Programm gehabt, wo alle Sportarten noch drauf sind beim Agenten. Das wollte ich doch unterstreichen. Jetzt ist schon abgesagt. Ja, ich weiß, aber ich wollte es ja, ehrlich jetzt, ich wollte es ja unterstreichen, weil so, wenn du Magenta Sport hast, da bist du halt bespaßt. So ist wirklich, das stimmt. Rund um die Uhr. Das und da hast du halt so viele Events. So, am Freitag wieder Konferenz mit Dirk. Ja.
Ja. Oje. Hoffentlich bleiben wir auch dabei der Anzahl an Spielen, ja, dass das auch eine Konferenz wird. Ja, ist immer ein bisschen schwierig in diesen, ja, Tagen. Wenn ich jetzt da schon Iserlohn drin stehen sehe und die Mannheimer mit zwei Spielen, dann muss man mal schauen. Also, aber es finden auf jeden Fall Spiele statt. So ist es. Also, Mikey, vielen Dank, dass Danke du dabei euch. Warst. Wir moderieren und noch einmal ab. Genau, nee, jetzt sagen, ja, wir, jetzt sagen wir, jetzt ist wirklich gut. Immer dran denken, ne? Ja. Hier, du bist ein... Ja. Ja. Und jetzt wirklich, Jugendliche unter 18 Jahren, schwangere Frauen, bitte den Saal verlassen jetzt, weil jetzt kommen die harten Sachen. Zum Wohl, Goldi. Und uns ist extra gesagt Dank. Worden... Warte mal, eins noch zum Abschied, Entschuldigung, ist extra gesagt worden, bitte stellt die Flasche nicht mit dem Logo in die Kamera. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, macht mal nicht. Wir kleben es euch ab, sagen, müsst ihr nicht. Ja. Was mache ich, stelle es so hin. So, sorry. Nicht jeder. Das ist keine Absicht. Vielen Dank fürs Zusehen man könnte und auch Maria Zuhören beim Podcast. Macht's gut, nächste Woche sind wir wieder da. Zum Wohl. Cheerio. Ciao. Jetzt gibt's die Top 10. Von Abata. Nächste Möglichkeit und das Tor. Tobi Ehler mit dem Handgelenkschuss. Das haben sie gut ausgespielt. Bata täuscht den Schuss an. Lässt die Scheibe liegen für Tobi Ehler. Jetzt nächster Angriff raus, nächstes Tor. Die Grizzlies legen los wie die Feuerwehr. 2:0. Gott Ehler Torschütze. Die Scheibe sucht dann das Abspiel und jetzt wieder Carter Prof mit der Rückhand. Scheibe ist frei, die Möglichkeit für die DEG. Und die Scheibe nicht drin. Das war die Riesenmöglichkeit. Und dann legt er sich quer. Klasse Save gegen Kyle Kuminski. Und dann rettet die Stockhand. Tiffels jetzt für Street, der gut in Position. Street und das ist die Entscheidung. München holt sich hier doch noch den Sieg in der Overtime. Durch einen Geniestreich, weil er hier im Fall Markus Keller noch überwindet, Ben Street. Nächstes Mal gut gespielt. Wieder ist Renner der entscheidende Mann, der den Pass spielt. Nochmal Scheibenverlust und dann ist das Tor da. Erstes Tor für die Steelers, Evan Jasper. Nach einem guten Play. Mehreren guten Passstationen. Der Steelers, Riley Sheen, CJ Stretch. Und dann ist es Jasper am Ende. Das ist die Top-Reihe. Guter Körper von Feser. Und jetzt auch die erste Chance und das erste Tor in diesem Spiel. Entstanden durch den Hit im Mitteldrittel. Schönes Pässchen mit der Rückhand Richtung DeFazio. Der eiskalt und die Führung für Ingolstadt. Also Brandon DeFazio. Vater, schöner Pass nach oben. Rohr, einmal, zweimal, dreimal. Wo ist die Scheibe? Nicht im Tor. Und zweimal mit dem Schläger ist dann Rohr da wirklich gut dran. Und wieder die nächste Chance. War der Poggi noch dran? Klasse gemacht vom Poggi, der dann im Zusammenspiel mit dem Pfosten den Puck da klären kann. Storm macht das elegant. Storm, was für ein Tor! Frederik Storm, 5:0. Und dann elegant einmal am Gegenspieler vorbeigezogen. Und dann ist das überragende Stocktechnik. Boyle für Parks, weitergegeben. Und Niederberger! Highlight Save hier! Gegen Ben Street. Er ist heiß, aber der ist natürlich ein Top-Save. Street bekommt da den Puck und dann kommt er perfekt rüber. Genau im richtigen Moment.